Herzlich willkommen zum Tech Talk 28. Heute mit mir, dem Georg, mir, dem Tobi und mir, dem Steffen. Ja, wir haben heute wieder ein tolles Potpourri an Themen und allen möglichen Infos für euch zusammengestellt. Und ein Thema ist zum Beispiel unsere Umfrage der Woche. Und ich muss sagen, das hat wirklich was gebracht, dass ich in der letzten Folge mich drüber ausgekotzt hatte. Es sind diesmal über 30 Teilnahmen gewesen, also über 30 Stimmen. Und erstmal dafür Dankeschön. Da haben wir uns natürlich sehr gefreut. Und ich möchte euch natürlich das Ergebnis auch nicht verschweigen. Wie gesagt, 33 Stimmen. Wir haben euch ja gefragt, an welchem Wochentag oder an welchen Wochentagen, also ihr konntet mehrere Sachen auswählen, sollen wir eurer Meinung nach den Tech Talk veröffentlichen. Und ich bin so ein bisschen froh, dass es so eindeutig ist, nämlich Montag 20 Stimmen, Dienstag 3, Mittwoch 2, Donnerstag 1, Freitag 3, Samstag 3, Sonntag 4 und ist mir egal, 7 Stimmen. Also das heißt, in Zukunft wird es wahrscheinlich der Montag werden. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass bei Podcasts irgendwie Donnerstag SEO-technisch, also suchmaschinentechnisch und algorithmustechnisch ganz praktisch sein soll. Habe ich mal gehört. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich für uns auch nicht relevant. Wir veröffentlichen dann halt in Zukunft am Montag. Ob wir es jetzt bei dieser Folge schon schaffen werden, keine Ahnung. Heute ist Sonntag und es ist jetzt 8 Uhr abends, also es könnte sportlich werden, weil da steckt ja trotzdem noch so ein bisschen Arbeit dahinter, alles aufzubereiten, dass es überall so angezeigt wird und passt. Dann haben wir euch natürlich noch ein paar andere Fragen gestellt, nämlich noch die Frage, wirst du dir die Corona-Warn-App installieren? Und erstaunlicherweise ist es doch nicht so deutlich, wie ich am Anfang angenommen habe. Ich habe nämlich gedacht, ja, das ist ja klar, die installieren sich alle diese App. Aber nee, wir haben hier 13 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 7 Leute sind noch unentschlossen. Da bin ich so ein bisschen überrascht gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eigentlich gedacht, dass es ganz deutlich ist, dass eben alle Leute sich die installieren wollen. Aber wir kommen ja gleich nochmal zu der Corona-App. Also euch bleibt es heute nicht erspart. Wir werden da nochmal kurz drüber quatschen. Dann eigentlich eher so eine Add-on-Frage noch gewesen oder Fun-Frage oder ja, wie auch immer. Just-for-Fun-Frage, ob ihr noch den Teletext benutzt. Wir hatten ja irgendwie so Jubiläum, ich bin, weiß nicht mal, 30 Jahre waren es, glaube ich, Tobi, das oder? Ganz auf jeden Jahre Fall, ganze lange Zeit. Genau, und da haben wir euch ja gefragt, nutzt ihr den noch? Und da haben 11 Leute tatsächlich gesagt hier, jo, ich nutze noch den Teletext. Und aber 20 Leute nein und einer hat sogar geschrieben oder gevotet, was ist das eigentlich? Also die Mehrheit sagt nein. Also ich habe da ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Mich hat es eher erstaunt, dass trotzdem so viele Leute gesagt haben, yo, ich nutze den noch. Ja, das ist so ein bisschen erstaunlich gewesen. Es kamen auch ein paar Rückmeldungen, dafür auch mal vielen Dank. Also wir haben auch ein paar Rückmeldungen hier, toller Podcast, weiter so. Lob geht raus an euch für die informativen Podcasts. Vielen Dank, da freuen wir uns natürlich. Also da spreche ich fürs komplette Team, auch für die Leute, die ja nicht dabei sind, wie zum Beispiel auch der Felix, der bei uns im Hintergrund immer so ein bisschen mitarbeitet. Dann gab es noch Meldungen oder Kommentare vielmehr zu der Corona-App und das möchte ich einfach auch mal hier loswerden. Wir hatten das Ganze natürlich anonym gemacht, also bei unserer Umfrage der Woche ist es immer ganz anonym, deswegen habe ich hier keinen Namen. Aber wir haben eine Einsendung und die will ich mal kurz vorlesen. Was vielen anscheinend noch nicht aufgefallen ist, die Corona-App ist nur mit den neuesten Betriebssystemen der Smartphones nutzbar. Ältere Smartphones wie iPhone 6 etc. sind außen vor. Doch genau diese werden noch häufig von älteren Menschen benutzt. Waren die nicht gerade besonders gefährdet? Jo, da ist natürlich was Wahres dran. Schwierig. Ich habe aber was gehört. Ich weiß nicht, ob wann das spruchreif wird oder wie die Telekom sich das vorstellt, aber die Telekom möchte irgendwie für ältere Leute, also auch für Nicht-Smartphone-Nutzer, eine Möglichkeit bieten,
wie auch immer die aussehen soll, dass die auch so die Corona-App nutzen können. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich habe nur mitgekriegt, dass der Vorstandschef von der Telekom oder so, der muss das wohl mal irgendwo auf einer Pressekonferenz rausgehauen haben, dass die irgendeine Möglichkeit schaffen wollen. Vielleicht wird es dann irgendwie so ein kleiner Tamagotchi oder sowas, den du dann mitnehmen kannst. Also so ein altes PDA, was sie noch irgendwo rumliegen haben. Und das kriegt die Oma dann mit als Schlüsselanhänger. Und ich habe keine Ahnung. Aber sowas könnte ich mir vorstellen. Ich sage jetzt mal, so ein Hardware-Token oder was ist ja mit der Technik, die dahinter steht, nicht unbedingt so schwer zu bauen. Wie viel kosten heutzutage noch ein ESP23 oder was da rein muss und ein LCD-Bildschirm und ein Bluetooth und ein Akku? Also das ist ja, das sind ja Preise, die schmeißt ja China die Bauteile hinterher. Ja, vielleicht ist da wirklich schon was in der Pipeline, dass die da irgendwas bauen wollen. Wird interessant, wenn diese Geräte dann mal auf dem Markt sind, wie die dann aussehen werden. Aber klar, du hast recht im Prinzip. Und Android-Apps sind ja eigentlich Java-Code. Also das heißt, also man wird das Zeug wahrscheinlich schon irgendwie auf so ein Teil portieren können. Und da muss ja kein komplettes Android drauf laufen. Ne? Das kann ja da ganz, ganz schmalspurig irgendwas drauf laufen. Hauptsache, der Code von dieser App wird ausgeführt. Also im Prinzip. Und da ja auch nur die Hälfte, weil die ganzen Visualisierungssachen, die fallen wahrscheinlich weg oder sind bei so einem Gerät wahrscheinlich aufs Wesentliche reduziert. Und dann ist halt noch ein weiterer Aspekt interessant, wie wird das Gerät dann seine Informationen beziehen? Ist da eine SIM-Karte drin oder wie funktioniert es? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Oma daheim immer WLAN hat und dann wird wahrscheinlich, also ich denke mal, da kommt man um eine SIM-Karte nicht drum rum. Und ja, also ich bin gespannt, aber da ist natürlich was Wahres dran und das trifft viele Leute, auch wenn Leute wirklich noch, also falls jemand wirklich noch mit einem BlackBerry unterwegs ist oder so oder einem Symbian Smartphone oder WebOS oder wie die ganzen Dinger hießen, Firefox OS, die haben alle keine, also es sind natürlich nicht viele Leute, aber die fallen ja alle unter den Tisch, das ist halt einfach so. Also muss man mal gucken. Dann haben wir noch eine Einsendung bekommen. Triviale Software für viel Geld, abgesehen von der angeblich gelungenen Bluetooth-Abstandsmessung, ist das triviale Software, die funktional sehr überschaubar ist. Gebe ich dem Schreiber recht. Hier feiern sich die trägen Schwergewichte für einen Projekterfolg, wie er tausendfach jedes Jahr in Deutschland realisiert wird, für einen Bruchteil der Herstellungskosten. Ja, da hat jemand, glaube ich, ins Schwarze getroffen, weil das ist so ein Kritikpunkt, den ich natürlich auch habe, wo wir eigentlich schon wieder aus den Fragen der Woche rauskommen, nämlich zu unserem ersten Top-Thema. Die 20-Millionen-App habe ich die Überschrift mal genannt von dem Thema, weil das halt wirklich nicht ganz billig war. Aber da kommen wir gleich dazu. Ganz kurz vielleicht noch die Umfrage der Woche für dieses Mal wäre an euch, welche Musikrichtung hört ihr eigentlich so? Ihr werdet dann am Ende vom Podcast auch noch herausfinden, warum wir das wissen wollen. Genau, also votet mal dafür. Wir haben in der Umfrage der Woche natürlich nicht jedes Subgenre oder so mit reingenommen. Also da wird es ja wahnsinnig werden. Allein im Metal-Bereich hast du wahrscheinlich 30 Richtungen oder so und davon nochmal 20 Abspaltungen und was weiß ich alles. Deswegen halt die Hauptgenres, die sind da mal zum Voting mit drin. Würde uns einfach mal interessieren. Vielleicht fällt uns noch irgendeine Frage ein während der Sendung. Das war ja das letzte Mal auch so. Dann haben wir da noch was reingepackt. Aber das ist jetzt vorerst mal die Umfrage der Woche für den Tech Talk 28. So, dann kommen wir noch mal zu unserer tollen Millionen-App. 20 Millionen Euro soll der Spaß ja gekostet haben. Unsere Steuergelder. Da vielleicht mal die Frage an euch. Habt ihr die App schon installiert? Nein. Also ich habe es tatsächlich schon installiert. Okay. Also ich hätte jetzt eigentlich ein klares Ja erwartet. Tobi, warum hast du die App nicht installiert? Ich habe zwei Gründe dafür. A, bin ich eh ein Mensch, der nicht viel unter Menschen geht. Also von daher weiß ich durchaus, mit wem ich wo Kontakt hatte. Und ich bin auch kein großer Freund von
Ja, auch wenn es immer heißt, ja, das wird nichts getrackt und was weiß ich. Ich weiß nicht, ich vertraue dem ganzen Ding nicht, aber ich bin auch ein paranoider Mensch, was manche Dinge angeht. Okay, ja gut. Georg, du hast es ja installiert. Also ich glaube, das sind wir dann meinungstechnisch wahrscheinlich auf einer Wellenlänge, weil ich habe es halt auch installiert, weil ich gedacht habe, okay, für mich ist halt im Moment auch so, dass ich wieder ziemlich viel, eigentlich, also viel ist relativ, aber wieder mehr. Also viel ist halt jetzt in der Corona-Krise. Ich bin einmal am Tag mindestens draußen. Das ist so für mich viel im Moment. Und deswegen war es halt für mich eigentlich kein Thema, um halt meine Mitmenschen, meine Mitkollegen, wie auch immer, die halt zu schützen oder auch hier Familie einfach, weil, oder was heißt zu schützen, aber rechtzeitig halt zu informieren und bevor man da halt als wandelnder Superspreader durch die Gegend läuft und sein ganzes Umfeld irgendwie mit in den ganzen, in die ganze Geschichte mit reinzieht. Deswegen war für mich relativ, relativ schnell klar, okay, ich werde mir das Ding installieren. Und nachdem ja die ganzen Code-Audits gesagt haben, hier alles safe, kann man machen, ist okay. Auch wenn, das hast du, glaube ich, reingeschrieben, auch in unseren Summer-Thread, der TÜV ja irgendwelche Lücken gefunden hat. Aber soweit ich weiß, waren die ja auch relativ überschaubar. Ja, beziehungsweise und sind mittlerweile auch rausgepatcht worden, aber... Genau, ja. Genau, also das ist so eine Geschichte, wo ich dann sage, okay, und wenn man sich auch mal dieses ganze Key-Verfahren anguckt, wie die da arbeiten, also erstens mal war ja auch, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch spekuliert, warum zum Teufel hat man sich denn SAP rausgesucht, wie der Zuhörer da auch schon geschrieben hat, diese Schwergewichte, die sich jetzt für ein Projekt feiern, was eigentlich nichts Besonderes ist, weil die App ist jetzt nicht wirklich komplex, also es ist halt, man muss halt diese paar Funktionen da reinbauen, aber da ist halt jede andere App, die, also wahrscheinlich ist sogar die Facebook-App, ist wahrscheinlich wesentlich komplexer, allein schon mit den ganzen Funktionen, wo die Daten abgezogen werden, als diese Corona-App. Und da will ich vielleicht nochmal kurz einhaken wegen komplex. Ja. Also was ich da mitbekommen habe, ist, also der einzige Knackpunkt, was an dem Ding wirklich, ich sage jetzt mal, Arbeit von Spezialisten erfordern hat, so wie ich es verstanden habe, müsste diese Bluetooth-Abstandsmessung gewesen sein, weil ja Bluetooth eigentlich dafür nicht gedacht ist. Aber das war so ziemlich das Einzige, wo man anscheinend ein bisschen, ich sage jetzt mal, Know-how von der ganzen Materie gebraucht hat. Ja, also Bluetooth, wenn man sich mal die Beschreibung von dem Bluetooth-Standard anguckt, das sind irgendwie 300 oder 400 Seiten, allein wie Bluetooth funktioniert. Also man denkt so lapidar, Bluetooth ist so ein 0815-Protokoll und ich weiß nicht mal, welche Politikerin das war oder Politiker, der da irgendwie mal rausgehauen hat. Ja, das ist ja dieses Bluetooth, was ihr benutzt, um eure Funkkopfhörer anzusteuern. Nee, ist es eben nicht, weil das ist Bluetooth Low Energy, was hier verwendet wird, um einfach, sag ich mal, den Akku nicht komplett leer zu nuckeln. Und letztendlich passiert ja, ist es ja eigentlich nur ein Broadcast. Also ich habe ja nur eine Einwege-Kommunikation und nicht in beide Richtungen bei dieser Corona-App. Also ich sende praktisch durch die Gegend und auf der anderen Seite habe ich einen Sammler, der sammelt halt oder empfängt alle Signale, alle IDs ein und dann wird halt eben über ein Scoring bestimmt, ob der Kontakt jetzt ausreichend ist, um als risikobehafteter Kontakt zu gelten oder eben auch nicht. So, und das ist eigentlich alles, was da passiert. Worauf ich noch hinaus wollte, wir hatten uns ja gefragt, warum denn zum Teufel die Telekom und SAP da ausgewählt wurde. Es gibt mittlerweile jetzt einen Developer-Podcast, es gab auch einen Podcast, wo die Telekom selber rausgehauen hat, der ein bisschen sehr, Bullshit-Bingo-lastig ist. Da haben halt Entscheider über Sachen geredet, die nicht wussten, was da eigentlich abgeht. Anyway, auf jeden Fall gab es einen Developer-Podcast, wo eben Entwickler von Telekom und von SAP mit am Start waren. Und dann hieß es, die Entscheidung der Bundesregierung hat darauf beruht, dass SAP
die haben halt irgendwie so eine Art Innovationswerkstatt bei sich im Unternehmen, wo halt Mitarbeiter dann Freiraum, sowas macht ja auch Google, bekommen, um sich mit irgendwelchen Projekten zu beschäftigen, wo sie halt gerade Bock drauf haben. Gut, und in der Corona-Krise liegt es natürlich nahe, wenn so eine App im Gespräch ist, dass man sagt, hey, ich habe da jetzt Bock drauf, mal selber so ein Ding zu entwickeln. Und dann waren die irgendwann so weit und haben sich da so reingebissen in das Thema. Und die Firma SAP hat dann gesagt, hey, das ist cool, macht da weiter, ihr kriegt das, ihr könnt das machen, ihr könnt, könnt da jetzt eure Zeit reinstecken in diese App. Und die war dann irgendwann so weit, dass sie gesagt haben, yes, wir sind gut, wir können das rausbringen und wir haben sogar diese ganzen Probleme, die ja am Anfang bei diesem Open Source Projekt PEPPT oder wie das hieß, da gab es ja einige, ja, einige Bedenken auch von diesem Konzept und Probleme und so weiter. Und die hatten sie halt eben umschifft und haben das halt anders gedacht, einfach dieses Thema. Und dann auf einmal haben sie gesagt, hey, wir können da was machen. Und dann sind die halt auf die Regierung zu und haben gesagt, hey, wir sind übrigens SAP, kennt ihr vielleicht, und wir haben hier schon eine App und wir könnten die euch praktisch so anpassen, dass die funktional ist. Und dann hat natürlich die Regierung gesagt, okay, ja, bevor wir jetzt irgendwie lang suchen und wir haben ja alle eh keine Ahnung, gut, das haben sie nicht gesagt, aber wahrscheinlich gedacht, wir haben ja eh keine Ahnung von diesem ganzen Neuland und der Technik und Handy und alles kompliziert, dann SAP kennen wir, SAP ist groß und renommiert in Deutschland oder in, auf der Welt, Deutschland Quatsch, auf der Welt renommiert, dann lass die doch mal das machen. So, und so ist es eigentlich zustande gekommen. Also nicht, dass die Bundesregierung gesagt hat, hier, wir beauftragen mal SAP, sondern SAP ist aktiv auf die Regierung zugegangen und hat gesagt, hier, wir haben schon mal was fertig gemacht. Das ist übrigens auch der Grund, warum der Launch-Termin eingehalten wurde. Weil das ist ja auch sowas, wo man vielleicht, ich meine, man kennt IT-Projekte der Bundesregierung. man weiß, wie gut die funktionieren, in Anführungsstrichen. Und da war es für mich auch verwunderlich, dass der Termin halt eingehalten wurde. Naja, das lag halt einfach daran, dass die dann wahrscheinlich irgendwann nur noch die UI angepasst haben und das RKI und die Bundesregierung gesagt hat, hey, wir hätten ja, RKI gehört ja der Bundesregierung, dass sie dann gesagt haben, okay, wir bauen dann da noch irgendwas rein und das soll dann noch ein bisschen umgebaut werden. Aber letztendlich, that's it. Ne? Also das war dann kein großer Hit mehr gewesen. Naja, aber so kam das jetzt alles zustande und wir haben ja jetzt gesehen, durch dieses Key-Verfahren sind jetzt auch schon 300 gemeldet gewesen. Die Zahl ist etwas älter, also es könnten natürlich mittlerweile mehr sein, aber 300 sind es auf jeden Fall, die schon über die App gemeldet wurden. Und dieses Verfahren mit diesen Keys ist ja auch nicht schlecht. Ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen, ich bin ja jetzt nicht so tief drin, also Leute, ich habe nicht den Quellcode gelesen, aber ich habe zumindest mal so die Verfahrensweise mal nachvollzogen, dass ja auch zum Beispiel regelmäßig irgendwelche Fake-Keys mit reingegeben werden, einfach damit zum Beispiel die Anonymität sichergestellt wird. Wenn zum Beispiel an, gehen wir mal davon aus, du hast einen Tag, wo relativ wenige infiziert sind, so, und sogar vielleicht so wenige, dass es wieder nachvollziehbar ist, wenn deine App sich bei dir meldet und sagt, hey, du bist infiziert und du hattest einen Kontakt oder dass du halt vielleicht sogar auf eine Person das runterbrechen kannst oder die Person identifizieren könntest. Und deswegen werden da halt auch Fake Keys mit reingegeben, die dann abgeglichen werden und solche Geschichten. Also, das ist alles schon recht gut durchdacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es wird ja auch alle 15 Minuten so eine neue ID generiert. Ich habe mir mal den Spaß erlaubt, mit einem Sniffer mal so ein bisschen zu gucken, was wird denn da gefunkt. Und habe dann gesehen, okay, dass hier innerhalb von ein paar, ich glaube einem halben Tag habe ich es hier laufen lassen, und geguckt, was da so hier an der Straße vorbeiläuft. Und da waren auch so 35 Leute dabei, die auch die App hatten und die Lust sich dann durch die Gegend gefunkt haben. Aber, und das ist auch wieder interessant, es war ziemlich weit weg. Also das heißt, also normalerweise wäre es nicht gefährlich für mich gewesen. Ich weiß natürlich nicht, wie die App das dann einstuft. Also der
Scanner oder der Empfänger bei mir, der hat das natürlich mit registriert, aber der hat natürlich nicht diesen Algorithmus von der App, die dann ein Scoring erstellt. Und das ist das, was du gemeint hast, Tobi, mit dem Know-how bei genau. Bluetooth auch, dass man dann halt sagt, okay, man erkennt, ist dieser Kontakt nah genug, lang genug gewesen, intensiv genug, also das Signal stark genug. Und da muss man sich halt auch mit Physikern vielleicht unterhalten, die dir sagen können, okay, wenn die Dämpfung so von dem Signal ist, dann wird es wohl unschädlich gewesen sein. Ne? Weil der Klassiker ist, an der roten Ampel, jemand sitzt im Auto und du wartest am Bürgersteig. So, und dann hast du unter Umständen einen Kontakt, einen längeren, der aber eigentlich unschädlich ist, weil der andere ja im Auto sitzt und vielleicht sogar noch die Scheibe oben hat und nicht unten hat. Und da kann ja dann schon mal nichts passieren. Oder auch zum Beispiel jetzt, aber das sowas, ich weiß nicht, wie das die App erkennen wird, aber du hast einen Beifahrer und einen Fahrer im anderen Auto an einer zweispurigen Ampel zum Beispiel. Das sind zwei Edge Cases, aber doch auch mal eine, würde mich jetzt mal interessieren, wie das, ich sage jetzt mal, apptechnisch realisiert ist. Wahrscheinlich muss ich mir dann trotzdem mal irgendwann den Quellcode von dem Ding durchlesen, aber da ich nicht so wirklich im Java-Universum drin bin, könnte das schwierig werden. Ja, gut, ich meine, letztendlich kannst du wahrscheinlich anhand von solchen Materialien kannst du wahrscheinlich sagen, okay, die Dämpfung ist im Schnitt immer so. Ich meine, wenn jetzt nicht gerade jemand mit seiner Alufolienhose rumläuft und da das Handy drin hat, dann ist es vielleicht relativ gut zu errechnen, ne? Wie so ein klassisches Auto Signale einfach dämpft. Ne? Und dann hast du ja immer noch den Faktor mit der Zeit. Das spielt ja auch eine Rolle, dass gesagt wird, nach so und so vielen Minuten wird erst ein Kontakt registriert. Und das ist halt auch so ein Ding mit. Naja, aber ich will jetzt hier nicht nur Lob poolen, weil es gibt noch so ein paar Sachen, haben ja auch unsere Zuschauer auch schon erkannt. Einmal das Thema mit den alten Geräten. Da müssen wir halt einfach mal gucken. Das trifft zum Beispiel auch den Bundestag war es, glaube ich, bei den Dienst-Smartphones, die Ministerien. Ich wollte gerade sagen, also ich habe es auch zum Beispiel mitgekriegt, dass es gar nicht mal so groß Ministerium und sowas sein muss, dass es teilweise auch schon, ich sage jetzt mal, beim normalen Mitarbeiter für einen Staat halt, also ja. Irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein Außendienstler gibt es jetzt selten, aber halt Steuerprüfer oder sowas, die werden ja wahrscheinlich auch alle Diensthandys und so weiter bekommen, dass es da vielleicht auch noch mit reinspielen könnte. Also ich habe nur von Diensthandys der Bundesregierung oder des deutschen Staats gelesen. Ja, genau. Ja, genau, den Artikel habe ich auch gemeint. Und also ich meine, das Problem ist halt ganz klar, da sind so viele veraltete Betriebssysteme unterwegs, jetzt mal abgesehen von der Security-Thematik, weil ich kenne das Thema ja auch und ich diskutiere dieses Thema auch regelmäßig, weil das Problem ist dann teilweise, du müsstest dann wahrscheinlich in Unternehmen alle 2-3 Jahre die Smartphones tauschen. So. Und das ist halt auch Wahnsinn. Das ist halt auch nicht gerade, also von Nachhaltigkeit brauchen wir da gar nicht reden. Und der Aufwand, das muss ja auch jemand machen. Und diese Vision, ich gebe ein Handy raus an einen Mitarbeiter und dann ist die Sache erledigt. Ja, da können meine Kollegen davon träumen, weil das ist einfach nicht so. Wenn du ein Smartphone an einen Mitarbeiter rausgibst, das ist nicht in 10 Minuten erledigt. Gerade von, wenn es um Mitarbeiter aus Abteilungen geht, die jetzt nicht mit IT zu tun haben, irgendwelche Betriebsabteilungen, der Betriebselektriker, was weiß ich, da bist du teilweise noch halbe Stunde mindestens drüber, dem zu erklären, wie er jetzt an seine E-Mails kommt und was weiß ich alles noch. Also das ist ein Thema, ein Fass ohne Boden. Und bei Politikern oder bei solchen Behördensachen stelle ich mir das noch ätzender vor und noch extremer. Und deswegen, das ist ein ganz entscheidender Punkt halt auch. Aber das trifft halt auf so viele Unternehmen zu. Das ist nicht nur bei der Bundesregierung so. Also ich meine, jetzt ist das halt aufgekocht, aber es ist natürlich bei noch viel mehr Leuten dann der Fall. Und auch noch so eine Geschichte, die auch irgendwie für mich noch so ein bisschen ungelöst ist oder wo ich immer noch nicht so wirklich eine gute Antwort drauf habe. Was machst du jetzt eigentlich? Es ist ja nicht so selten, dass Leute 2 Smartphones haben. Ein dienstliches, ein privates. Auf welchem Smartphone installierst du diese App? Auf beiden? Macht es Sinn? Wenn du infiziert bist,
das haben wir, glaube ich, noch gar nicht thematisiert, wenn du infiziert sein solltest und kommst vom Arzt, dann bekommst du ja so einen QR-Code, den du einscannst mit dieser App. Und damit schaltest du dann die Infizierung frei. Das Ding ist, das schaltest du, kannst aber nur auf einem Gerät freischalten. Und du kannst es nicht zum Arzt sagen, ja, Moment mal, ich brauche jetzt aber noch einen Code für mein Diensthandy und auf meinem iPad habe ich die App auch noch installiert, weil ich mit dem iPad manchmal im Zug sitze oder irgendwas, was weiß ich. Also, das geht nicht. Und das ist halt schwierig. Das heißt, du müsstest dir dann ein Smartphone ausgucken oder ein Device, sagen wir mal Device, wo du weißt, das habe ich immer dabei. Egal, wo ich bin, egal, was ich mache, das habe ich immer dabei. Und das könnte auch noch schwierig werden, sag ich mal. Da fände ich es vielleicht sogar noch interessanter, wenn man sowas auf eine Smartwatch kriegen würde. Weil die habe ich wirklich immer dabei. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja, gut. Das kann vielleicht dazu noch kommen. Dazu musst du dann aber auch wieder sagen, wie viele Leute haben Smartwatches? Schon, aber Leute, die ein Diensthandy und ein Privathandy haben und im Büro arbeiten, da ist es nicht sehr unwahrscheinlich, okay, dass die eine Smartwatch haben. Aber ich gebe dir recht, natürlich, die meisten haben keine. So, und dann haben die wieder das Problem, wenn die Leute trotzdem zwei Handys haben, wo installieren sie den ganzen Shit? Um eben auch die Leute effektiv zu warnen. Da gibt es die Beispiele im Internet und die sind nicht ganz von der Hand zu weisen. Da hat jemand ein Smartphone, das er zum Joggen verwendet und eines, das er dienstlich verwendet und eines, das er daheim verwendet oder privat verwendet. So, jetzt wenn er beim Joggen war, und hat da Leute infiziert, ja, und kriegt dann die Rückmeldung vom Arzt, ja, was macht er denn dann? Dann muss er sich entscheiden, wen möchte ich warnen? Weil alle werden nicht gewarnt über die App, weil du kannst diesen Code ja nur einmal aktivieren. Also das ist so eine Geschichte, die kann man irgendwie noch nicht so wirklich, da müsste man eine Funktion finden, wo man sagt, ich habe mehrere Geräte und ich vernetze das irgendwie miteinander, dass dann die Geräte miteinander reden auch. Hm. Oder dass man sagt, okay, ein Alias auf diese ID. Aber, also das ist ein ungelöstes Problem aktuell. Ja, da wäre auch so ein Hardware-Token in dem Fall praktisch, würde ich mal sagen. Weil das kann sich dann jeder mit allen drei Handys verbinden. Oder dass du zum Beispiel sagst, wenn du mehrere Geräte hast, dass du so eine Art, ich sag jetzt mal, übertragen hast, dass du beide physische Geräte brauchst und das Ganze dann über einen zweiseitigen Schlüssel oder irgendwas abhandelst. Also, dass genau, du beide Geräte aufeinander halten musst oder vom einen QR-Code abfotografieren, während ein Handschuh in die Luft macht, so auf die Art, dass es halt wirklich abgesichert ist, dass du es auf beiden Geräten dann haben kannst. Aber ja, gut. Ja. Ja. Also, wie gesagt, dieses Thema ist halt noch offen. Ich bin gespannt, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Lösung. Am Anfang klang das sehr exotisch. Wenn man dann aber länger mal drüber nachdenkt, so exotisch ist es halt einfach gar nicht. Schon allein, weil viele Unternehmen halt dienstliche und private Smartphones voneinander trennen wollen, / müssen, in Klammern DSGVO, Klammer zu. Das ist halt einfach ein Problem und da hat man nicht dran gedacht in der Kürze der Zeit. Da möchte ich jetzt auch gar niemanden irgendwie den schwarzen Peter zuschieben, aber das ist halt einfach so. Da muss man sich Gedanken machen und es gibt sicherlich Lösungsansätze, wie man sowas miteinander vernetzen kann, dass man diese Smartphones irgendwie zu einer Gruppe oder zu einem Alias zusammen baut irgendwie, geht mit Sicherheit. Aber das muss halt irgendwie definiert werden und vor allem, man müsste das halt vorher machen, bevor man die Infektion meldet, dass man die Geräte irgendwie miteinander verknüpft und dann könnte halt wieder die Gefahr sein, dass diese Anonymität so langsam flöten geht mit der Zeit, mit diesen ganzen Geschichten. Aber gut. Jo, spannendes Thema. Falls ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt's in die Kommentare. Ich glaube, ich habe jetzt meinen ganzen Quatsch hier runtergerattert. Ich gucke gerade nochmal in meine Notizen. Außer ihr habt noch irgendwas. Tobi, vielleicht installierst du dir doch irgendwann ja, mal. Ja, vielleicht schon noch, aber ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Ich bin eher etwas paranoid, was aber alles angeht, aber das ist, glaube ich, einfach nur... Du bist ja scheinbar auch nicht allein, weil unsere Zuschauer, die haben ja auch schon, also da ist es ja auch nicht so klar, wie ich gedacht habe. Also ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, dass wir da eigentlich so mindestens 70, 80% haben,
die sagen, ja, ich installiere mir die selbstverständlich, aber so deutlich war das dann doch irgendwie nicht. Ja gut, was ich halt immer persönlich mit so Zeug für Probleme habe, meine Meinung zur Corona-App, glaube ich, habe ich gar noch gar nie hier in dem Podcast wirklich zum Ausdruck gebracht. An sich finde ich die Idee an sich eigentlich ganz gut. Ich habe immer nur halt persönlich das Problem, was machst du mit der Technik, wenn das Ganze mal vorbei ist? Und da muss ich dir ehrlich gesagt sagen, da gibt es auch einfach geschichtlich genug Beispiele beziehungsweise genug Fälle, wo dann vorhandene Technik doch ganz gern mal zu Dingen umfunktioniert wurde, von denen sie eigentlich nicht gedacht war. Und ja. Ja, man hätte halt auch sich irgendwie, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber zumindest nicht öffentlich, man hätte auch klar definieren müssen, in welchem Bereich wird diese App aktiv und dass die halt auch nach der Pandemie auf jeden Fall wieder eingestampft wird. Und dann kommen halt die Nächsten, die dann sagen, ja, hallo, jetzt haben wir hier für 20 Millionen Euro eine App zusammendengeln lassen und jetzt wird die nach der Pandemie gleich wieder zusammengestampft. Auf der anderen Seite muss man mal ganz ehrlich sagen, was sind für unseren Staat 20 Millionen? Das haut bei uns ein Minister wahrscheinlich zwischen Frühstück und Mittagessen mal ebenso raus für irgendwelchen Schmarrn. Also wahrscheinlich gehen bei uns die Millionen am Tag wahrscheinlich locker flockig bei denen über den Tisch und wir kriegen das halt nicht mit. Ich meine, jetzt kriegen wir das halt mit. Okay, hier wurde eine App entwickelt, aber bei den anderen Sachen, ich meine, wenn dann irgendwo eine, keine Ahnung, irgendwelche Berater dann ins irgendwo reinkommen und irgendwelche Geschichten erzählen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die weniger Geld wollen für irgendwelche Geschichten oder irgendwelche Verträge abgeschlossen werden. Deswegen wahrscheinlich diese 20 Millionen, das klingt viel und ich bin nach wie vor auch der Auffassung, dass ein mittelständisches Unternehmen hätte das wahrscheinlich mindestens für die Hälfte gemacht. Aber letztendlich, jetzt haben wir das durch SAP und SAP hat sich da auch hervorgetan durch Eigeninitiative und dann sei ihnen das vergönnt und ehrlich gesagt bei SAP die 20 Millionen, erstmal kriegen sie die ja nicht alleine und zweitens mal, wahrscheinlich ist das für die ein kleines Projektchen, was da abgelaufen ist und das ist für die jetzt kein so großer finanzieller Gewinn, da machen die keinen Reibach da draus, ne? Ist halt einfach so. Was mir noch gerade einfällt, der Launch-Tag, ich habe mir die ja sofort installiert, der war ja auch so ein bisschen, oder was mir da aufgefallen ist, dass halt die App im App Store relativ vergraben war. Also man hat erstmal zigtausend, bei Android war es zumindest so, zigtausend anderen Müll gefunden und ich möchte nicht ausschließen, dass da auch irgendwelche Malware oder irgendwelche Scam-Geschichten dabei waren, die dann deine anderen Daten abziehen und das ist halt auch schwierig, dass man da nicht irgendwie eine Lösung gefunden hat mit Google, das prominenter zu platzieren und eindeutiger zu platzieren, damit einfach nicht so viel Scheiß runtergeladen wird und also bei meinen Eltern war es zum Beispiel so, dass die sich erstmal irgendwas anderes runtergeladen haben und dann, hä, wieso, das sieht doch ganz anders aus bei mir. Ja, das war halt nicht die vom RKI und von SAP und Telekom, sondern es war halt irgendein anderer Schmarrn und ist halt dann auch schwierig. Also da hätte man wahrscheinlich ein bisschen besser mitarbeiten sollen. Was jetzt auch noch anläuft, sind die ganzen Marketingkampagnen. Also es laufe jetzt mittlerweile Influencer-Kampagnen, die teilweise ziemlich schwierig sind oder wie soll ich sagen, Fremdscham hoch 10, wenn dann irgendwelche YouTuber dafür Werbung machen. Und da ist jetzt auch noch ordentlich Werbebudget eingeplant, wo dann wirklich die Werbetrommel angerührt wird und ich habe glaube ich auch schon Radiospots gehört und ich meine auch irgendwo schon mal so einen Videospot gesehen zu haben, aber ich bin mir da nicht mehr sicher. Vielleicht war das von einem YouTuber auch, der da ein bisschen mehr investiert hat. Ich glaube, da gibt es einen Videospot auf YouTube auf jeden Fall. Ja, genau. Also da läuft jetzt die ganze Werbemaschinerie an. Das ist auch nochmal Geld, was dafür ausgegeben wird. Letztendlich verständlich, weil wenn die App halt nicht installiert wird, dann funktioniert die halt nicht. Ne? Das ist halt ein Crowdfunding oder wie sagt man, ein Crowd Intelligence oder irgendwie sowas, ein Crowd Data Projekt, Big Data Projekt ist es halt, wo halt einfach davon lebt, dass möglichst viele das installieren, um dann halt auch effektiv helfen zu können.
Aber letztendlich natürlich nach wie vor muss man auch sagen, das löst natürlich die Corona-Krise nicht. Das, die App ist halt einfach ein Werkzeug, was man benutzen kann, was man, wie Tobi ja auch gesagt hat, wenn man es kritisch sieht und natürlich auch missbrauchen kann. Und da habe ich halt immer noch die Hoffnung durch diese Open-Source-Geschichte, dass das halt auch nicht passieren wird. Aber letztendlich ist es ein Werkzeug von vielen Werkzeugen. Und da kommt halt eine Maskenpflicht mit rein, da kommen Abstandsregeln mit rein, da kommen Hygienekonzepte mit rein. Und das gehört halt alles irgendwie dazu, um dann irgendwann mal hoffentlich möglichst bald den ganzen Scheiß hinter sich zu lassen und dann wirklich mal wieder in die Normalität zurückzukehren. Aber das ist halt jetzt nicht das aller Heilmittel für diese ganze Geschichte. Aber es ist halt trotzdem wichtig, dass man sowas hat, um einfach da vielleicht dann auch einer zweiten Welle oder irgendwas vorzubeugen. Meine persönliche Meinung. Ich finde auch, dass es eigentlich noch ein bisschen mehr ausgebaut werden müsste, weil jetzt, das gilt ja jetzt nur in Deutschland, aber was ist, wenn du an der Grenze wohnst und dann dein System arbeitet denn nicht mit dem Französischen zum Beispiel und dann bringt es ja auch dann nichts. Die Franzosen, die haben ja, glaube ich, das PEP-PT-Projekt übernommen, also die haben sich da angeschlossen und wir haben halt jetzt dieses Projekt, also es gibt da auch keine Schnittstellen, das ist gut, dass du es anführst, das ist halt auch noch ein Kritikpunkt, also da auch wenn jetzt in Zukunft das alles noch ein bisschen lockerer wird und die ersten Leute, die möchten ja schon wieder verreisen oder verreisen auch schon wieder, da gehöre ich nicht dazu, aber es gibt sicherlich den einen oder anderen, den man schon wieder auf Malle antrifft, der sich dann wundert, da ist ja niemand und der Bierkönig hat auch noch zu, aber ich Hauptsache Malle und aber Spaß beiseite, aber wie gesagt, da gibt es ja dann auch wieder Kontakte theoretisch und dann bringt dir das nichts, wenn du nur die Kontakte, wenn du auf Malle bist, mit deinen Einheimischen irgendwie synchronisieren kannst und du möchtest natürlich auch keine 10.000 Apps installieren, also da wäre eine europäische oder eine weltweite Lösung, wäre natürlich das Beste gewesen. Nur da ist halt wieder die Frage, wer macht das? Und wird es dann nicht, wie Tobi schon sagt, wenn das dann so eine weltweite Geschichte wird, wird es dann nicht eine riesen Zielscheibe für solche Schweinereien, nenne ich es mal, für irgendwelche politischen Schweinereien von irgendwelchen Staaten, die dann sagen, so geil, jetzt haben wir hier mal Zugriff auf alle Smartphones der Erde gefühlt. Es ist schwierig. Da ist wahrscheinlich eine Schnittstelle, wo die Systeme untereinander die IDs austauschen, wäre wahrscheinlich dann sinnvoller. Aber das sollte man sich auch langfristig noch Gedanken machen. Naja, vielleicht ja, noch, da muss ich aber sagen, wenn du sagst, ja, Schnittstelle, naja, jeder hat auf sein Handy ein Android oder ein iOS oder auf seinen Computer Microsoft. Also das ist ja jetzt schon eigentlich das Tool, wenn du weltweiten Zugriff haben willst auf die Geräte. Also das ist jetzt... Ja, aber das ist ja keine staatliche App. In dem Fall ist ja das eine eigentlich fast 100% staatliche App. Android ist von einem zwar von einem Konzern, von einem Weltkonzern, aber es ist halt von einer Privatwirtschaft. Ja, die und, aber dazu gezwungen wird, mit einem Staat zusammenzuarbeiten, laut Edward Snowden. Unter Umständen. Also ja, natürlich. Wenn du in den USA bist und baust da Software, dann hast du natürlich gewisse Regularien und Verpflichtungen. Und es gibt Unternehmen, die wehren sich dagegen. Ich meine, dass Google und Microsoft sich dagegen wehren, aber dass es halt auch nicht 100% möglich ist, natürlich. Also vielleicht ist halt auch dadurch, dass das Ganze so eine Underground-Geschichte ist, ist es vielleicht gut, da kann man sich noch ein bisschen mehr dagegen wehren. Aber wenn das, ja, also es ist schwierig, klar. Nee, aber wie gesagt, das Problem ist halt einfach jetzt, man würde dann halt noch einen Angriffsvektor schaffen. Das ist ja auch so die Kritik von den Security-Experten, die dann sagen, du hast mit dieser App eine App, die ist auf so vielen Geräten installiert und es wird mit Sicherheit Leute geben, die versuchen, da irgendwelche Exploits zu finden und da irgendwas zu machen. Und das ist ganz natürlich, das ist bei jeder Software, die eine hohe Verbreitung hat, ich denke nur mal an Flash und Java und Internet Explorer, Firefox, Chrome, ist es halt einfach so. Tobi, du wolltest was sagen? Ja, oder? Es ist halt auch noch bei der App vor allem auch so, dass es halt sich da, weil jetzt auch wieder um, ich sage jetzt mal pandemiebedingt, auch wieder um kritisches Zeug handelt. Also
ein Android-System und so weiter. Jetzt gehen wir mal davon aus, mit der App, du hast halt auch gleich Daten, auch durch diese Abstandsmessung, gleich alles schön kompiliert zusammen. Und dann gehen wir mal zum Beispiel davon aus, du könntest auch falsche positive Keys einschleusen, wenn du jetzt mal Bock hättest, sagen wir es mal so, falls du auf die App irgendwie zugreifen könntest. Klar, du musst halt diese Keys wissen und du musst halt irgendwie die in dieses System reinkriegen. Und da ist halt auch wieder das Thema, wie sicher sind die Systeme der Telekom? Das weiß man halt nicht. Man kann davon ausgehen, dass die schon einen sehr hohen Standard haben, aber man weiß es halt nicht. Und es gibt keine Systeme, die nicht gehackt werden können. Mhm. Ist einfach so. Und also es besteht immer generell bei solchen Systemen, egal was man hat, so eine latente Ungewissheit, es könnte irgendwann mal was passieren. Das ist einfach so. Damit muss man leben. Aber klar, also das sind alles so Punkte, die muss man einfach mit einbeziehen, wenn man sich überlegt, installiert man sich die App. Letztendlich war für mich der Nutzen, um das mal abzuschließen, oder war für mich halt eigentlich der Nutzen, hat überwogen und ich habe gesagt, okay, ich finde das gut, wenn ich sowas drauf habe, um einfach meine Mitmenschen zu schützen vor einer eventuellen Infektion, die ich mit mir rumtrage, oder um halt auch mich relativ schnell vielleicht in Behandlung zu begeben oder einem Test zu unterziehen. Und das ist ja wieder so eine andere Geschichte. Wir haben vorhin noch mal kurz über die Maßnahmen gesprochen oder ich. Das ist halt auch wichtig, dass jetzt wirklich flächendeckend und sehr viel getestet wird. Und deswegen finde ich es auch von Bayern, ich bin jetzt nicht der größte Bayern-Fan, was Politik angeht, aber da muss ich sagen, da finde ich das einen guten Weg, dass man sagt, hier in Bayern kannst du dich kostenlos testen lassen. Egal, ob du jetzt Symptome hast oder nicht, sondern einfach nur, um Gewissheit zu haben. Und das ist eigentlich ganz, ganz gut, um die Zahlen einfach nach unten zu kriegen, wenn man viel testet. Da gab es auch von einem Mathematiker mal so eine Berechnung, der gemeint hat, hier, man müsste so und so viel 1000 Teststellen in Deutschland aufbauen, um einfach schnell und effektiv innerhalb von wenigen Tagen ganz Deutschland durchzutesten. Das ist natürlich nur ein Rechenbeispiel, aber er hatte das halt als komplettes Konzept ausgearbeitet, wurde am Anfang der Krise, das hat er schon, ich habe von dem Konzept schon im April gelesen, meine ich, April oder Ende März. Und da wurde noch drüber gelächelt und können wir nicht machen, viel zu teuer, bla bla bla. Und jetzt auch der Drosten zum Beispiel und so, die sagen ja alle hier testen, wichtig, um auch mitzukriegen, wie viele Leute sind denn infiziert, die gar nichts merken, um einfach bessere Statistiken zu haben bei der ganzen Geschichte. Naja, egal. Am Ende noch ein was fehlt mir so ein bisschen bei der App, die ist mir einfach zu trist, wenn ich ehrlich bin. Ich wünsche mir da ein bisschen mehr, dass ich ein bisschen mehr sehe, dass ich da so einen Nerd-Modus aktivieren kann und ich sehe dann, hey, dein Handy hat heute so und so viel 100 IDs eingesammelt. Einfach nur, um zu sehen, zum Beispiel ich Zugfahrt und da interessiert es mich halt, wie viele Leute haben denn die App installiert. Ich meine, das sehe ich natürlich nicht in echt. Aber sowas in der App, dass man einfach so einen Counter drin hat, wäre wirklich geil. Würde mich echt interessieren, hat die App aber nicht. Also die ist so unauffällig und man kann so wenig sehen, finde ich ein bisschen schade. Man kann auch keinen Modus aktivieren, wo man das sieht. Man müsste es halt alles irgendwie über einen Sniffer machen, der halt den Bluetooth-Verkehr mitsnifft. Kann man machen, aber letztendlich hätte die App auch ein bisschen mehr liefern können. Ja, da muss ich aber zustimmen. Das fehlt mir auch tatsächlich. Jetzt, wo du es sagst, man kann zu wenig in der App selbst tun. Ja, oder auch so Gamification wäre geil. Also, dass du dann halt so, ja, ganz ehrlich, also sowas zieht doch die Leute an. Oder sowas reißt, das sieht man doch bei diesen ganzen Fitness-Trackern, dass die dich über Gamification irgendwie dazu verleiten, weniger zu essen, mehr zu bewegen. Und ich habe ja eine Fitbit, brauchen wir jetzt nicht über Datenschutz diskutieren an der Stelle, aber ich habe... geht irgendwo so der Datenschutzalarm beim Tobi an. Nein, aber ich finde das Prinzip halt geil, ne? Weil ich kriege dann halt Mitteilung, ich habe einmal die Woche so eine Statistik, wo ich dann sehe, bin ich jetzt diese Woche, habe ich mich mehr bewegt, habe ich mehr gefressen oder habe ich abgenommen oder zugenommen, whatever. Mein Puls, ist der hoch oder runter, und sowas ist halt schon irgendwie geil. Also persönliche Meinung, aber das ist halt auch die Meinung von einem
IT-Nerd, der halt, sag ich mal, jetzt nicht repräsentativ für die Mehrheit der Bürger hier in Deutschland steht. Aber wie gesagt, also ich finde sowas halt echt spannend, wenn du so eine Gamification drin hast in einer App. Aber wie gesagt, Minderheitsmeinung. Gut, kommen wir von der Minderheitsmeinung mal zu Minderheitscode oder wie wollen wir das nennen? Ich glaube, es gibt keine Überleitung, die, in dem wir uns nicht auf ein Minenfeld schmeißen. Und ich glaube, ich wäre auch hier mit meiner Aussage mich auch, also frontal mit den Füßen voran, schön in die heißen Kohlen setzen. Also QSO4U distanziert sich jetzt schon mal vom Tobi seiner Meinung. Und nein, alles, was jetzt gesagt wird, ist natürlich Satire und nicht ernst gemeint. Nein, das Thema, es ist halt schwieriges Thema und ich merke schon, der Tobi hat schon seinen Bombenentschärfungsanzug angezogen und bewegt sich jetzt aufs Minenfeld. Ja, also Tobi. In der letzten Zeit bin ich da mal über einen Artikel gestolpert, bei dem es mir eigentlich nur die Fragezeichen rausgehaut hat. Also mehr kann ich dazu vielleicht so mal nicht sagen. Und zwar, dass da wohl bei manchen Leuten Bezeichnungen in der Softwareentwicklung oder beziehungsweise in der Informatik an sich sauer aufgestoßen haben. Im Grunde heißt es hier vor allem die Sache, wie so Sachen wie Slave und Master, also zum Beispiel im Zusammenhang mit Servern, Datenbanksystemen oder Master auch zum Beispiel in GitHub oder anderen Versionierungstools und auch so Sachen wie Black und White Listen. Sage ich jetzt meine Meinung, dass ich nicht klinge wie ein Arsch? Es ist schwierig. Also ich gebe da mal oder ich gehe mal mit in das Thema mit rein, dann haben wir uns wenigstens beide den Mund verbrannt. Das Ding ist halt einfach, wir haben es vorhin in der Pre-Show, hat man schon mal ein bisschen drüber diskutiert. Es ist ja nicht per se so, dass wir was dagegen haben oder dass wir sagen, hey, ich möchte nach wie vor, was ja manche so, hey, ich will weiterhin, das ist jetzt Satire, weiterhin ihr Negerkuss sagen und so weiter. Das ist ja alles schon richtig, dass man da halt überlegen sollte, wo ist das sinnvoll. Aber ich finde halt, man muss so eine gewisse Balance einfach finden, wo man sagt, okay, und man sollte halt vielleicht auch mal die Leute, die es betrifft, mit einbeziehen und mal einfach mal abklären, was ist denn für diese Leute wichtig. Und ich bin jetzt mal so frei, ich unterstelle mal einigen die Betroffenen aus den Bereichen, die manches gar nicht mal so schlimm auffassen. Das ist wie so der Klassiker mit den Leuten, sag ich mal, mit Behinderung zum Beispiel oder mit Handicap, wo also, viele Steffen, dann auch von sagen. Von mir aus kannst du Behinderung sagen. Das passt. Ja, genau. Ja, das ist genau der Punkt. Viele Leute sehen, dass die betroffen sind, nicht mal so schlimm an. Die sind da relativ locker mit dem Thema. Und ich denke halt auch, dass da jetzt irgendwas hochgepusht wird, was vielleicht bei vielen Leuten gar nicht mal so das Thema ist. Und es werden halt jetzt auch Artikel rausgekegelt. Ich habe noch einen anderen, den können wir noch verlinken. Den habe ich jetzt noch gar nicht in den Shownotes. Den habe ich bei uns mal im Chat gepostet, im Internen. Da ging es um botanischen Sexismus. Da ging es darum, dass sich jemand aufgeregt hat, dass in den Städten mehr männliche Bäume als weibliche Bäume gepflanzt werden. Und da muss ich halt einfach sagen, das ist so ein Punkt, wo ich mir sage, what the fuck? Also das ist wirklich was, wo ich sage, stört es jemand? Ist es jetzt wirklich was, wo jemand beeinträchtigt dadurch wird? Oder ich weiß es nicht. Also vielleicht bin ich da auch voll der, was weiß ich, der Allmann. Ich weiß es nicht. Aber ich habe keine Ahnung. Also für mich, mir fällt es halt jetzt nur so ein bisschen auf. Vielleicht ist auch durch die ganze Corona-Krise, die Leute sind zu Hause, die haben Zeit, die können über Sachen nachdenken, was ja nicht schlecht ist. Aber bei manchen Leuten kommt halt dann sowas dabei raus. Man hat es ja auch gesehen bei dieser Kolumne von dieser ich glaube, wir lassen es einfach nur Polizei-Ding von dieser der Name, ihr wisst, wen ich meine. Yogo, Mega, Faro, das ist jetzt auch schon wieder rassistisch, wenn ich den Namen falsch, von der guten Frau, die da eine Kolumne macht bei der Taz. Und das war halt auch was, wo ich gesagt habe, holla die Waldfee, das ist
ist schon ziemlich schräg. Und die Frau, die hat für mich ein sehr spezielles Weltbild, das man nicht unbedingt gut finden muss. Aber ich akzeptiere es mit meiner liberalen Einstellung, dass ich sage, okay, es kann solche Leute geben. Aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt auf die ganze Gesellschaft haben will. Und das ist halt jetzt auch bei dieser Thematik mit dem Master-Slave-Geschichte. Wir haben jetzt hier in Coburg, haben wir jetzt Diskussionen mit dem Moor. Weil es gibt ja diesen Coburger Moor. Da stehe ich auch sehr gespalten dazu, wo ich sage, auf der einen Seite kann man argumentieren, ja, das ist ja hier unsere Geschichte und bla und blub und Brauchtum. Auf der anderen Seite sage ich, natürlich ist das ziemlich scheiße. Und das Gleiche, aber es gibt halt auch Sachen, wo man nicht lang diskutieren muss. Es gab da auch dieses eine Lied von, was, ich hab dir das mitgekriegt, dieses eine Sauflied oder da, wo so eine Vergewaltigung. Das Donaulied meinst du? Yes, genau, Donaulied. Da muss ich sagen, da gibt es für mich keine Diskussion. Da gibt es für mich einfach nur Schwarz-Weiß. Das ist einfach drüber, das Lied. Das ist einfach, das da kannst du muss man machen. Auch sagen, da gibt es auch von den Rechteinhabern eine andere Version, wo das abgeändert wurde. Ja, genau. Aber wie gesagt, die Originalfassung, wo ich mir das durch, ich kannte das davor nicht, aber wie ich das dann gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das ist wirklich drüber. Das ist einfach zu viel des Guten. So, während jetzt bei der Code-Geschichte... Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann ich, würde ich ganz gerne nochmal wieder zurück zum, ja, die Brücke genau. Zum Code, beziehungsweise zur Technik schlagen. Genau. Vor allem jetzt bei Master- und Slave-Sachen will ich jetzt mal drauf eingehen. Es wird damit beschrieben, ja, Sklaverei-Anspielungen in Amerika. Ja. Also, vor allem diese Master- und Slave-Thematik war für mich nie ein Grund in der Richtung dazu sagen, überhaupt irgendwie auf die Idee davon zu kommen, da es sich ja hier eigentlich um eher, ich sage jetzt mal, Kontrollbeziehungen einfach aufgrund ihrer Technik handelt. Also was soll ich dann sagen? Controller und oder keine Ahnung, Kontrollierer und Ausführer oder was? Im Grunde ist es ja dann eigentlich auch wieder nur ein Schwein schminkt. Also Ja, stimmt. Das ist so dieses berühmte Schwein. Es bleibt halt ein Schwein. Ich meine, du kannst dann noch irgendwie dem schönes Hemd anziehen, aber es bleibt halt einfach ein Schwein. So, und letztendlich, ich meine, man könnte doch sagen, Primary und Secondary Database oder Server oder whatever. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine geliebten Firewalls anschaue, da habe ich nach wie vor einen Master- und ein Slave-System und kein Primary und Secondary. Kann natürlich sein, dass irgendwann dann der Hersteller sagt, okay, jetzt patchen wir das mal raus, weil rassistisch, aber ich weiß es nicht. Also, und dann noch vielleicht noch zum Rauspatchen. Ich bin ja jetzt auch Anwendungsentwickler. Das ist ja auch unendlich, was ist unendlich, aber es ist auch wieder ein ganzer Schlag Arbeitszeit verbrannt für Dinge, die eigentlich für was Besseres hätten angewendet werden können. Sagen wir es jetzt mal, nehmen wir mal einen Firewall-Hersteller. Und er kommt jetzt auf die Idee, okay, wir sehen es so ein, wir sehen die Verbindung genauso, wir ändern das jetzt. Dann muss er ja mindestens ein oder zwei Entwickler, sage ich jetzt mal, oder auch mehr, je nachdem wie groß und wie tief die ganze Sache drin sitzt, das Zeug ändern. Und die Entwickler haben dann natürlich nicht eine andere Zeit, eventuelle kritische Sachen zu bearbeiten oder eventuelle Features einzufügen, die man vielleicht in der Zukunft gut gebraucht hätte. Und es schlägt halt Wellen, die man sich vielleicht am Anfang gar nicht so denkt. Genau. Und vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, ist zumindest mein Eindruck, dass die IT-Szene oder die Informatiker allgemein zu sehr großen Prozentanteil wirklich sehr liberal unterwegs sind. Also das ist, da ist ja auch kein böswilliger Gedanke dahinter. Das ist ja auch was man vielleicht da ein bisschen mit überlegen sollte. Macht man das jetzt aus Böswilligkeit oder weil man da irgendwas vorhat, sondern oder ist es halt einfach ein Werkzeug? Und wie du sagst, also die Leute fehlen dann in der Behebung von Schwachstellen oder auch Bugfixes und so weiter. Und oftmals reißt du ja, wenn du solche Dinge hier änderst, so grundlegende Sachen, kann es sein, dass du dir irgendwo noch Probleme einhandelst, weil du wahrscheinlich nicht alles erwischt,
wenn du da irgendwie sowas rausarbeitest. Und dann knallt es an irgendeinem Ende bei einer Funktion, die man schon lange nicht mehr angefasst hat, weil die eigentlich seit Jahren funktioniert. Aber weil du jetzt diese Variable oder was auch immer da drin änderst, dann knallt das System dann an der Stelle. Also das ist alles nicht so trivial. Natürlich, man kann es machen, aber die Frage ist halt, ist es wirklich notwendig? Und siehst du, da haben wir doch gleich schon eine zweite Frage für die Umfrage der Woche. Kann eurer Meinung nach Code eigentlich rassistisch sein? So, Punkt. Programme. Können Programme rassistisch sein? Haben wir doch gleich noch die nächste Umfrage der Woche. Perfekt. Gut. Nee, aber das, ich weiß nicht, wir werden jetzt zu keinem Ergebnis kommen, das, aber ich das weiß nicht. Das ist, denke ich, ein Thema, ja, das man absolut zu Tode diskutieren kann. Und dann genau. Und letztendlich glaube ich auch, dass das wahrscheinlich von einer kleinen Minderheit ziemlich hoch geputscht wird und dass den meisten Leuten das eigentlich nicht so wirklich ein Dorn im Auge ist und dass die meisten Leute da trotzdem relativ cool mit sind und eigentlich da auch keine rassistischen Hintergedanken haben, wenn sie sagen, hier der Slave macht Probleme bei uns im Rechenzentrum. Es heißt, oder bei der Firewall. Wahrscheinlich eher übersetzt, der Azubi hat wieder Scheiße gebaut, aber... ja, der Patchkabel-Sklave. Nein, das ist schwierig. Nein, aber ich denke halt, also zumindest ist es so mein Eindruck, da kann ich natürlich auch völlig falsch liegen, aber dass halt die meisten Informatiker doch eher in der Mitte politisch angesiedelt sind, wenn nicht sogar eher links gerichtet. Zumindest so meine Erfahrung bei den mit den Informatikern, wo ich bisher so zu tun hatte. Das heißt also, da finde ich, ist jetzt eigentlich nicht so angebracht, dass man da jetzt mit der Keule draufhaut. Aber vielleicht ist es gerade deswegen auch jetzt ein Thema geworden, weil man sagt, hey, das ist doch eigentlich so liberal und so hip und alles so linksalternativ. Ja gut, dazu, egal. Ich lass mich auch gern umstimmen, wenn Leute mir vernünftige Argumente dazu bitte darlegen. Also jetzt natürlich. Ich bin da nicht in Stein gemeißelt und ich bin auch jemand, der dann sagt, okay, ich ändere meine Wege und ja, na klar, ja. Nee, also bin ich auch voll dabei. Also ich möchte jetzt nicht, dass das jetzt so als endgültige Meinung von mir bei euch ankommt. Aber das ist halt jetzt aktuell mein Standpunkt von einfach aufgrund des Wissensstands, den ich aktuell habe. Das ist zum Beispiel auch bei dieser ganzen, jetzt mal das nächste Fass auf, aber da gehe ich auch gleich wieder raus aus dem Fass, mit der ganzen Gender-Thematik ist ja genau das Gleiche. Am Anfang habe ich wirklich gesagt, okay, und das ist jetzt noch sehr gefiltert ausgedrückt, okay, und mittlerweile sage ich bei manchen Sachen, okay, macht schon irgendwo bei manchen Sachen Sinn. Na, also da haben mich auch manche Informationen zum Umdenken bewegt. Aber, oder auch bei dieser ganzen LGBT-Geschichte. Aber wie gesagt, vielleicht ist es in ein paar Jahren großes Thema oder auch gar kein Thema mehr. Wer weiß. Hoffen wir mal drauf, dass es gar kein Thema mehr ist und wir uns alle wunderbar freuen. Und in einer Welt leben, in der Würmer und Insekten endlich wieder sprechen und wir aus einer Toilette trinken könnten, ohne Ausschlag zu bekommen. Ja. Okay. Okay, das ist schon fast was für ein T-Shirt. Das ist von der Nackte Kanone beziehungsweise von den Ärzten. Also von daher. Ja gut, dann ist es ein bisschen schwierig mit dem Copyright, aber gut. Dann gehen wir mal zu einer anderen Geschichte. Da habe ich jetzt keine Überleitung. Dinge, die auch 2020 passiert sind, oder nicht? Genau. Nein, oder was... Dinge, die 2020 sicher sind. Ja. Nämlich sicher ist, dass die ITSA dieses Jahr nicht stattfinden wird, die IT-Sicherheitsmesse in Nürnberg. Da brauchen wir jetzt nicht lang drüber zu reden. Die ITSA versucht jetzt ein Online-Angebot aufzubauen. Bin ich sehr gespannt darauf. Ist natürlich schade, aber ich kann die Entscheidung völlig nachvollziehen. Weil einfach die ITSA ist eine Messe, also eine IT-Sicherheitsmesse, also die Leute, die unseren Kanal abonniert haben, die kennen die ITSA natürlich. Für die Leute, die neu dazugekommen sind, ist halt Europas größte IT-Sicherheitsmesse. QSO4U ist seit 2015, glaube ich, jedes Jahr mit dabei gewesen. Und
ja, das Problem bei der Messe ist halt einfach, es ist eine Messe, dort hat man viel Menschenkontakt. Gerade bei so einer IT-Sicherheitsgeschichte, das lebt ja auch davon, dass man persönlichen Kontakt hat, weil manche Informationen vielleicht so brisant sind, dass man die nicht unbedingt jetzt so in den freien Raum reinwerfen möchte. Das heißt, man ist da ein bisschen enger zusammen, man unterhält sich da persönlich, face to face. Und wenn das halt nicht möglich ist, dann wird es halt echt schwierig. Und ich meine, es hat auch niemand was gewonnen, wenn man dann da rausgeht und die Hälfte der Leute hat dann Corona und ja, schlimmsten Fall sterben halt dann Leute an Corona. Das ist halt jetzt nicht so die feine Art und deswegen hat sich die Nürnberger Messe einfach dazu entschieden, zu sagen, hey, wir machen die ITSA 365, das ist dann ein Online-Angebot. Und erst 2021 gibt es halt dann wieder eine Security-Fachmesse in Nürnberg. Ich meine, da brauche ich kein großer Prophet sein. Wahrscheinlich auch, höchstwahrscheinlich auch wieder mit QSO4U, dass wir wieder vor Ort sind. Für all diejenigen, die sagen, hey, ich möchte dieses Jahr auch nicht komplett auf die ITSA verzichten. Wir haben von QSO4U noch ein bisschen Material von der alten ITSA, das durchaus noch aktuell ist. Und das noch nicht veröffentlicht ist und das werden wir einfach noch hochladen und veröffentlichen. Hatte ich sowieso geplant, aber jetzt bietet sich das halt an. Das ist nicht schlecht. Ja, was auch nicht kommt, ist ja demnächst Cyberpunk. Genau, oder, das Georg? Wurde nämlich nochmal verschoben, denn eigentlich sollte es laut letzten Stand am 17. September rauskommen, wurde jetzt aber wieder auf den 19. November verschoben. Und das ist wie damals bei The Witcher 3, das wurde auch oft verschoben, aber am Ende ist ein geiles Spiel rausgekommen. Ja, hoffen wir mal. Ja. Also sagen wir es mal so, ein paar Verschiebungen sind ja immer noch gut nachzuvollziehen und lieber sonst das Teil fertig machen, als dass dann irgendwelche unfertige Zeug vorbeikommt. Aber ich bete zu allen Göttern und allen Heiligkeiten, dass daraus kein Duke Nukem werden soll, was dann ewig auf die beste Technik verschoben wird und dann am Ende doch nur Müll rauskommt. Aber von dem, was ich bisher gesehen habe, wird auch das, was irgendwann rauskommt, noch wahnsinnig cool. Und überhaupt Cyberpunk, ich möchte mehr Cyberpunk-Spiele. Es ist halt schon ein ziemlicher Hype. Also ich glaube, ich habe selten so viele Leute in meinem Umfeld erlebt, die da auch so begeistert waren davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist schon im Moment sehr gehypt und ja, ich hoffe mal nicht, dass in dem Fall die Vorfreude die schönste Freude war. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, sei mal optimistisch, wir sind ja nicht bei EA. Ja, gut. Ja, das ist genau. Gucken wir mal. Gut, wer auch wieder wer im Moment im Kommen ist, ist AMD. Die versuchen jetzt wieder was zu rocken und machen im Moment gefühlt einiges richtig. Und da gibt es jetzt neue Hardware. Ja, ja gut, ey, dann mach es mal. Ja, nee, so? Ja gut. Dann wollte jetzt zu dir überleiten. Asus hat einen neuen PC, beziehungsweise einen neuen Mini-PC rausgebracht, der so sich ein bisschen in dieselbe Nische einordnen soll wie die NUC-Geräte von Intel. Und also ich habe mir jetzt mal so ein bisschen die Spezifikation durchgelesen. AMD Ryzen 4000, was hat er noch so? 8 Kern-CPU, 16 Threads, 1,8 bis 4,2 GHz Prozessor, Vega 8 Grafikchip, also schon, schon ein schniekes Gerät vor allem. Also wenn man das Ganze vielleicht auch so als so ein, ich sage jetzt mal, kleiner Spielkonsolenersatz oder so in den Schrank unterm Fernseher stellen will oder sich da einen Heim-Kino-Server oder was drüber betreiben will, denke ich, dass das doch eine ganz coole Idee ist. So ein Plex-System oder sowas zum Streamen. Also die Box sieht auch nicht so hässlich aus, so eine, muss man sagen, von Asus. Also ich weiß es nicht genau, ich habe jetzt nichts gefunden, aus was der Kasten ist, aber aussehen tut er nach so ein bisschen gebürstetem Metall. Das schätze ich zwar weniger, dass das Ding komplett aus gebürstetem Alu oder was es jetzt sein wird, ist, aber oder Magnesium sind die Dinger ja meistens.
Ja, aber es sieht so aus und es macht einen relativ edlen Eindruck. Du hast halt vorne dann auch gleich USB-C und USB 3.0 Anschluss und hast dann auch, sehe ich hier, Kopfhörer, Klinke. Genau. Also sagen wir es mal so, wenn man sich das Ding jetzt neben den Satellitenreceiver stellt, ist es da auch nicht wirklich fehl am Platz. Ja, genau. SD-Karten-Slots hat das Ding auch. Also da kann man dann auch mitarbeiten. Also es macht schon sehr viel Sinn. Und ich finde es gut, dass es sowas jetzt auch mit AMD-CPU gibt. Weil ich muss sagen, die Ryzen-CPUs, die ziehen mittlerweile echt ordentlich was weg. Also da muss man wirklich sagen, und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist halt auch krass. Ne? Also wenn man sich anguckt, was man so für eine Intel-CPU zahlt. Zum Preis auch vielleicht noch, also das Ding kommt je nach, also von Holzkistenkonfiguration von so um die 360 Euro bis Topmodell von 560 Euro. Also es ist durchaus preisgünstig erschwinglich. Also für so einen Mini-PC, für die Anwendungen, die da drauf laufen sollen, denke ich, ist es ganz gut. Also wie es jetzt ganz natürlich noch mit der Kühlung und so weiter aussieht, ist eine andere Frage, als ob da drauf jetzt, keine Ahnung, ein neues Battlefield oder was läuft, ohne dass sich das Ding in Erdkern runterschmilzt, ist die andere Frage, aber... Ja, ich glaube halt für solche Wohnzimmergeschichten ist es vielleicht sinnvoll oder auch so als besserer Syn-Client irgendwo oder auch als... wenn es so um Verkaufsterminals oder so Präsentationsterminals geht, könnte ich mir die Dinger vorstellen. Also auf jeden Fall im Büro. Das Ding ist halt auch, das kann man schön verstauen alles. Das sieht jetzt nicht so ganz scheiße aus. Also es gibt schon jede Menge Anwendungsbereiche. Hauptsächlich ist halt jetzt erstmal hier das Thema Wohnzimmer mit bedacht worden. Und da macht es, denke ich, eine ganz gute Figur. Und dann muss man mal gucken, wo sich das Ding noch überall hin entwickelt. Ich meine, der Nook, der ist schon genial, also da kann man auch viel machen, aber die Preise sind halt einfach, da werden andere Hausnummern abgerufen. Wenn du da was Ordentliches willst, dann bist du relativ schnell bei 600, 700, 800 Euro oder auch über 1000 ganz gerne mal. Und bei dem Gerät, das von Asus jetzt kommt, liegst du halt da deutlich drunter und das ist schon... ganz, ganz gute Geschichte. Und mich freut es auch irgendwie so ein bisschen, dass AMD einfach wieder im Markt ist. Weil vor ein paar Jahren noch, da hatte man echt so das Gefühl, AMD schwierig. Die haben ja hier echt nichts zu, jetzt kommt ein Wortwitz, Ryzen. und jetzt mittlerweile sind die halt wieder am Start. Und das freut mich irgendwie. Und da kommen wir aber später noch drauf, auch bei QSOFU spielen mittlerweile AMD-CPUs wieder eine gewisse Rolle. So, was auch eine Rolle gespielt hat, ist 1&1 bei Leuten, die Homeoffice gemacht haben und Telefonkonferenzen nutzen wollten. Das hat scheinbar für Überraschungen gesorgt auf der Telefonrechnung. Ja, und zwar unangenehme Überraschungen. Da ist es nämlich anscheinend so, dass bei 1&1 manche Nummern für Einwahlkonferenzen nicht mit in der Flatrate mit drin sind und dadurch zusätzliche Kosten verursachen. Also wenn ich das laut einem Artikel richtig gelesen habe, dann braucht man sich keine Sorgen machen, wenn man irgendwie Cisco Webex oder Chichi oder Zoom verwendet. Bloß bei Telefonkonferenzen, wo man sich einwählen muss, da ist der Haken. Weil da gibt es manche Leute, die haben gesagt, naja, dann so, da haben sie 17 Euro zum Beispiel mehr oder wahnsinnig viel, so über 100 Euro mal. Ja, das geht ja ziemlich schnell in die Minuten rein, wenn du dann wieder in der normalen Abrechnung bist, die wir ja eigentlich gefühlt seit 15 Jahren hinter uns haben, dann geht es halt relativ schnell, wenn du jetzt im Homeoffice sitzt und telefonierst dir dann, Wolf, ich meine, es ist ja nicht untypisch, dass solche Konferenzen gerne mal einige Stunden vom normalen Tagesgeschehen einnehmen. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass da manche Leute ein paar hundert Euro da vertelefoniert haben. Was mir noch nicht so ganz klar ist bei der Geschichte,
was jetzt auch nicht so wirklich rauskommt, was meinen die jetzt genau mit einwählen? Weil für mich wäre jetzt dieser Begriff einwählen auch schon zum Beispiel in einem WebEx gewesen, dass ich dann sage, okay, ich nehme anstatt beim WebEx die Funktion, dass ich über einen PC mit den Leuten spreche, die Funktion, dass ich übers Telefon gehe. Das wäre für mich jetzt schon einwählen. Oder auch bei GoToWebinar gibt es ja auch die Funktion, dass man sagt, ich habe jetzt hier am PC kein Audio, ich möchte übers Telefon teilnehmen. Und was ist dann da einwählen? Ich glaube, also, das ist tatsächlich über Telefonnummern, weil hier in den Artikeln steht auch, dass derzeit ungefähr 500 Festnetznummern auf dieser Liste stehen, die etwas kosten. Und die Sache ist, das ist eine unübersichtliche Liste mit über 100 Seiten, wo regelmäßig neue Telefonnummern hinzugefügt werden. Okay. Und das jetzt klingelt es langsam bei mir. Es gibt, ja, okay, jetzt verstehe ich, glaube ich, was die damit meinen. Das gibt, das ist ja noch oldschooler, als ich angenommen habe. Es gibt, haben wir auch bei unserer Telefonanlage übrigens, wir haben ja so eine, bei QSO4U Services, so eine Cloud-Telefonanlage und wir können solche Konferenznummern erstellen. Und wenn so eine Konferenznummer erstellt wird, dann kannst du sagen, okay, ich gebe jetzt meinen Kollegen diese Nummer. Das ist dann eine Nummer aus unserem Nummernblock. Also wir haben bei QSO4U so einen Firmen-Telefonnummernblock. Und dann ist es da eine Nummer, die kannst du anrufen und dann kannst du den Kollegen eine PIN geben die ein und dann sind sie in diesem gleichen Raum. Und sowas ist es wahrscheinlich. Und es geht nicht über WebEx oder so, sondern oder über einen Software-Dienst, sondern die Konferenz wird wirklich nur auf Telefonebene aufgebaut und nicht durch einen PC-Client. Das glaube ich nämlich auch. Meine Vermutung jetzt. Ja, und dann macht das Ganze irgendwie auch Sinn. Okay. Ja, es ist nervig, weil dann freut man sich. Wir haben auch eine Meldung gekriegt von unserem Telefonie-Anbieter. Die haben uns geschrieben hier bei Corona, ja, hier übrigens, ihr könnt jetzt noch mehr Räume aufmachen. Da ist irgendwie ein Limit drin. Wir nutzen es ja gar nicht, weil wir nutzen halt andere Technologie am PC. Aber da haben sie dieses Limit einfach rausgenommen oder höher gesetzt, dass man da mehrere oder noch mehr solche Konferenzräume einfach erstellen kann auf der Telefonanlage in der Cloud und man sich dann darüber einwählen kann. Naja, interessant, was es da so alles gibt. Ja, aber ich finde es auch ziemlich unfair für den Kunden, weil das ist da, das in den Vertrag da durch... Ja. Du müsstest ja regelmäßig diese 100 Seiten PDF durchgehen und schauen, ob die Nummer, die du da anrufst, mittlerweile in dieser Liste drin ist. Was ja keiner macht. Und das ist wahrscheinlich auch die, wenn man jetzt Böswilligkeit unterstellt, das ist ja auch die Spekulation wahrscheinlich von den Leuten, die dann sagen bei 1&1, jo, das guckt ja eh keiner durch, diese ganze Liste. Ja, es ist schon irgendwie arschig. In Corona-Zeiten, wo wir alle darauf angewiesen sind, auf Homeoffice und Telefonkonferenzen, da ist es wirklich... Da hilft nur eins, wirklich möglichst bald von diesen, Entschuldigung, Drecksverein, ist nur Satire, falls es irgendwelche Anwälte hören von 1&1, von diesen Vereinen da wegzugehen und einfach woanders hinzuwechseln, wo es einfach besser ist. Aber es ist auch schwierig, weil das Thema... Telefonverträge und besser. In Deutschland. Schwierig. Ja, in Deutschland. Ganz schwieriges Thema. Da kann man, das ist eine Wissenschaft für sich. Ich habe noch ein Thema im Petto, das wird wahrscheinlich, kann ich schon mal anteasern, das ist jetzt ein sehr weiter Teaser, nächstes Jahr, Anfang des Jahres Thema werden, weil dann werde ich nämlich hier meinen Telefonanschluss umstellen und mein DSL auf einen anderen Business-Tarif und auch auf einen anderen Provider. Aktuell bin ich bei der Telekom, das funktioniert, aber mehr auch nicht. So, und dieses mehr möchte ich jetzt haben, allerdings von einem anderen Provider, weil die Telekom da unverschämt teuer ist. Aber ich werde berichten, ob es funktioniert, beziehungsweise ihr werdet es mitkriegen, weil wenn ich hier kein Internet habe, dann wird es schwierig, dann wird es kritisch. Gut. Kein Internet ist vielleicht schon das nächste Stichwort. Funkloch verrückt hat die Telekom das ganze Thema genannt. Und ich fand das auch ein bisschen absurd. Wir haben nämlich in Deutschland eine Gemeinde, die heißt Nemsdorf-Göhrendorf. Die ist in Sachsen. Und die Gemeinde wehrt sich vehement gegen
die Installation von LTE-Standorten. Dabei ist da ein Funkmast und es gibt halt auch einige Leute, die keinen Empfang haben. Unter anderem eine relativ prominente Familie, zumindest auf YouTube, nämlich die Familie Prinz. Das ist, wer den nicht kennt, das ist der dunkle Parabelritter, das ist so ein Metal-YouTuber. Okay. Genau. Und der kommt aus diesem Dörfchen und sein Vater ist noch dort, den sieht man auch. Wir verlinken mal die Videos, da hat die Telekom ein Video gemacht, das war sogar in der Tagesschau gewesen. Und sein Vater hat dort irgendwie eine Tischlerei oder Schreinerei, irgend so ein Handwerksbetrieb. Und er hat sich halt auch beklagt, weil teilweise kommen zu ihm Kunden und sagen, hier, ich zeige Ihnen mal auf dem Handy irgendwas, wie das dann aussehen soll. Und dann, oh scheiße, hier gibt es ja gar keinen Mobilfunkempfang. Oder auch, die haben auch Probleme halt dann mit den Technikern, die dann rausfahren oder mit den Monteuren oder wie auch immer, Handwerkern halt, wie man das nennt, in dem Bereich. Probleme mit denen Kontakt aufzubauen, weil dort ist halt einfach kein Empfang. Und das ist halt in einem Funkloch. Und jetzt hat die Gemeinde sich, ist da auf die Barrikaden gegangen und hier wegen Strahlung, dann haben sie halt auch Leute interviewt, die dann gemeint haben, das ist jetzt ein Gedächtnisprotokoll und Satire, ja, hier, wir brauchen jetzt nicht noch hier Funk über LTE, wir haben doch schon überall WLAN, so viel Strahlung ist eigentlich nicht gut. War jetzt Satire. Und solche Sachen gibt es da halt jetzt eben auch. Und das Absurde, das Lustige ist jetzt, oder das Kuriose ist, dass mittlerweile haben sie es geschafft, jetzt gibt es einen Masten dort und die werden jetzt auch ausgebaut, nachdem halt das Medienecho dementsprechend war und in diversen Zeitungen stand halt drin, die Gemeinde, die sich dem Fortschritt verschließt und da möchte natürlich der Bürgermeister dann auch natürlich, wenn er erstmal im ersten Moment, unterstelle ich ihm jetzt mal, dass er natürlich seinen Bürger nach dem Mund reden möchte, aber im zweiten Schritt möchte er natürlich mit seiner Gemeinde alles andere als rückständig sein, vor allem wenn man sowieso in so einer strukturschwachen Region ist in Sachsen, ist es halt auch schwierig. Letztendlich haben die jetzt ihr Mobilfunk, bekommen sie jetzt ihren Mobilfunkmasten und Gemeinde und Telekom sind dann auch noch irgendwie zusammengekommen. Da war dann auch noch die Rede davon, dass die Gemeinde bei der Telekom Unsummen für den Maststandort abrufen wollte, also untypische Höhe für die ganze Geschichte. Was halt sonst normalerweise verlangt wird für uns für so einen Mobilfunkmasten. Also man hat schon gemerkt, dass die Gemeinde eigentlich gar nicht will und ist halt schwierig, weil man muss sich mal überlegen, alles was unterhalb von LTE ist, ist halt schon schwierig und wenn ich dann gar keinen Empfang dort habe, ist es halt nochmal schlimmer, weil heutzutage, es ist schwierig. Na, also auch wenn man vielleicht zu Hause, und selbst da haben sie ja gesagt, das DSL ist eine Katastrophe und das kann ich mir vorstellen, weil bei der Telekom ist es halt so, wenn Mobilfunk erweitert wird, erneuert wird, wie auch immer, dann wird halt auch das Festnetz mitgepusht, dadurch, dass halt eine Glasfaser ins Ort kommt, dann legt man die halt nicht nur an den Masten, sondern versucht die mehr Bandbreite halt auch irgendwie auf die D-Slams zu bekommen und dann letztendlich halt über die D-Slams, über Supervectoring oder Vectoring in die Haushalte zu bekommen. Und das ist halt da alles so ein bisschen verhindert worden. Also wer sich das mal angucken möchte und ein bisschen schmunzeln möchte und Kopfschütteln, der kann das gerne mal machen. Das verlinken wir auf jeden Fall mal in den Shownotes, die Videos von der Telekom, aber auch von der Tagesschau dazu. Das ist ganz interessant und Leute, die den dunklen Parabelritter kennen, die können da auch mal mit reinschauen. Die werden da einiges wiedererkennen und der wird auch kurz interviewt, wo er dann halt erklärt, warum er als Internetunternehmer, der ist ja nicht nur YouTuber, sondern ist auch mittlerweile Unternehmer und hat halt mehrere Gewerke, unter anderem halt Modelabel und was weiß ich, Festivalveranstalter und keine Ahnung was alles, dass es halt für ihn scheiße ist, ohne Internet einfach zu arbeiten und auch für ihn Grund war halt da wegzuziehen und in eine größere Stadt, wo einfach da kein Problem besteht, was jetzt Breitband angeht. Ja, was auch noch mit reinspielt, das wollte ich mal kurz erwähnt haben, die Telekom hat ja jetzt auch jede Menge 5G-Standorte gelauncht. Wenn man die Pressemitteilungen der Telekom abonniert hat, dann ist man fast wahnsinnig geworden in den letzten Tagen oder Wochen, weil die haben ja teilweise, also ich weiß gar nicht, wie viel 1000 Mobilfunkstandorte die jetzt noch ans Netz gebracht haben und
mit 5G haben die halt jetzt einen richtig großen Schlag gemacht. Also fand ich gut, auf jeden Fall. Also jeder Provider, der bei uns hier in Deutschland Gas gibt, auch wenn es die Telekom ist, ist bei mir wirklich willkommen, weil das baut natürlich den Druck auch untereinander auf, dass man das Netz mehr erweitert, verbessert und so weiter. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und tut Deutschland auch mal ganz gut. Und das sind natürlich solche Leute wie jetzt in Nemsdorf, Göhrendorf, ja, die verhindern natürlich da auch dementsprechend den Fortschritt. Aber gut, da guckt halt jeder immer nur so aus seiner eigenen Bubble. Ne? Ich will schnelles Internet, weil ich bin Nerd. Und die sagen halt, hey, warum? Ich habe doch hier, keine Ahnung, mein Kuhstall, der reicht mir. Ich brauche kein schnelles Internet. Und selbst da brauchst du ja mittlerweile wahrscheinlich auch Internet. Kommt drauf an, gut, welchen Betrieb du hast. So ein normaler Kleinbauernbetrieb nicht. Wenn du jetzt investieren willst, um den ganzen Auflagen zu entsprechen, dann vielleicht ja. Was interessant ist, bei uns in der Gegend gibt es jetzt was Ähnliches, nämlich in Wildenau. Da will die Telekom nämlich jetzt auch einen Masten aufstellen. Die haben aber ein bisschen anderes Problem, weil die sagen, ja, wir hätten jetzt schon gern Mobilfunk, aber der Standort ist halt einfach scheiße. Also die hätten da schon einen anderen Standort, den man prüfen könnte, aber die Telekom sagt, nee, wir wollen da. Und es ist auch, da wurden die Bürger nicht gefragt, hey, ihr, also da wurde nicht mit den Leuten vor Ort geredet um den Standort, sondern es wurde da einfach zwischen Bürgermeister und Telekom dann beschlossen. Ja, ich meine, die Telekom, die macht es natürlich, jetzt muss ich die mal in Schutz nehmen, das kommt auch selten vor, aber die machen das natürlich nicht so, dass sie sagen, yo, wir stellen den Masten möglichst so, dass wir die Leute ärgern, sondern denen ihre Standorte basieren halt einfach auf technischen Grundlagen. Die messen, die berechnen und aufgrund dieser Messungen und Berechnungen überlegen die sich halt, wo könnte man am besten den neuen Funkstandort hinbauen, um den zum Beispiel in dieses Netz zu integrieren. An der Stelle empfehle ich auch mal den Telekom-Netzkanal, der ist echt interessant, also der YouTube-Kanal, wo man dann auch mal sieht, wie so eine Mobilfunkplanung eigentlich funktioniert. Und dann merkt man, hoppla, da ist ja trotzdem, da steckt viel, viel mehr dahinter, als man vielleicht im ersten Moment glauben möchte oder wahrhaben möchte. Und da ist halt einfach bei denen, die sitzen dort und sagen, Mensch, wir haben jetzt da einen Mast und dazwischen ist nichts und da wäre es gut, wenn wir hier zwischen den zwei Masten noch einen dritten hätten, der zwischen den beiden einfach vermittelt und als Relay fungiert. Und da einfach so eine Art, jetzt bleiben wir mal im WLAN-Sprech, ich weiß, dass es falsch ist, so eine Art Mesh-System aufbauen. Und das ist halt einfach wahrscheinlich der Punkt, warum das bei euch da in dem Ort so für die Bürger so bescheiden ausgegangen ist. Ja, da ist halt auch die Frage, ob man da nicht so, weil ich meine, ob der jetzt quasi 500 Meter da oder 5 Meter dort steht, das macht für die Anwohner einen Unterschied, aber wahrscheinlich für die Technik nicht so. Also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass es so für die Masten dann, dass die zu 100% genau an einen Standort stehen müssen. Wenn du Richtfunk machst, dann ja, wenn du ist Richtfunk, es schon notwendig. Aber Richtfunk also könntest du ja dann auch auf die neue Anlage stellen. Also das musst du ja, oder... Nein, wenn die Anlage Sichtkontakt zu einer anderen Anlage braucht, dann ist es relevant. Ich kenne die Gegebenheiten dort natürlich nicht, aber wenn sowas der Fall ist, dann ist es wahrscheinlich auch nachvollziehbar, warum nur dieser eine Standort in Frage kommt. Aber wie gesagt, wir wissen das wahrscheinlich beide nicht, wir sind da beide nicht involviert, aber das ist halt nicht so schwarz-weiß, wie man vielleicht am Anfang denken mag. Dass man sagt, man könnte überall einfach mal sowas hinbauen. Das ist halt, dafür ist das Netz der Telekom auch viel zu groß. Also wenn du jetzt irgendwie für deinen Ort irgendwie vorhast, Freifunk-WLAN aufzubauen, dann bist du wahrscheinlich relativ frei. Und bei WLAN kannst du immer noch sagen, naja, viel hilft viel, dann tackere ich halt noch ein paar mehr Access Points in meinen Ort, dann klappt das schon. Bei LTE ist es halt nochmal eine andere Hausnummer, weil wenn du da irgendwelche anderen Sachen störst, weil du da mit so und so viel Watt reinbrutzelst, dann steigen dir irgendwelche anderen Leute aufs Dach. Und wenn es die Bundesnetzagentur ist, die sagt hier irgendwie, was weiß ich, Rettungsfunk wird gestört. Nur mal so als Beispiel.
Also schwieriges Thema, aber ich verstehe auch zum Teil die Anwohner, weil man möchte natürlich jetzt nicht überall so ein Ding haben. Ganz klare Sache. Gut, ja, jetzt habe ich null Überleitungen. Zoom. Was macht denn eigentlich Zoom? Also, sagen wir es mal so, ich habe so das Gefühl, dass ich Zoom mit dem, was ich gleich sagen werde, ich habe so das Gefühl, dass das so eine Firma ist, die sich gefühlt eigentlich nur in die Scheiße reiten will. Aber ist auch wiederum nett. Aber also sagen wir es mal so, die treten konsequent in jedes Fettnäpfchen, was sie so können, habe ich das Gefühl. Und ja. Zwar, es geht darum, nee, Zoom hat diesmal nicht irgendwelche Sicherheitslücken gehabt. Also die hat es bestimmt auch noch, aber keine, über die jetzt berichtet wurden. Es gab einen anderen Vorfall, eher politischer Natur. Und zwar hat eine Gruppe von in den USA lebenden Chinesen eine Videokonferenz zum Gedenken einer Aufstandsniederlegung, eine der Demokratiebewegung in China, von 1989 gedenken wollen. Da das Ganze natürlich durch Corona mit größeren Gedenkveranstaltungen nicht wirklich gut machbar ist, wurde das Ganze über Zoom abgehalten. Jetzt ist allerdings Folgendes passiert. Zoom hat den Chinesen und den Amerikanern die Leitung dicht gemacht während dieser Übertragung. Mit der Begründung, dass sich Zoom an die Gegebenheiten in China halten muss. Wie wir alle wissen, ist China ein lupenreiner Freiheitsstaat, in dem alle Leute ganz toll miteinander leben. Wer jemals was anderes gehört hat, Achtung, Satire. Ja, Achtung, Satire liegt falsch und weiß überhaupt nichts. Ja, das Ganze hat natürlich nicht unbedingt so wirklich zum Vertrauensaufbau hinzugefügt oder beziehungsweise ist dazu gekommen. Wenn man jetzt noch, ich sage jetzt mal böse Zungen, aber das ist auch wieder was, wo man wo man drüber spekulieren kann, aber nicht muss. Der Gründer der Firma, der von Zoom, ist amerikanisch-chinesischer Abstammung. Inwiefern, ich habe mich jetzt mit der Person nicht wirklich befasst, ob er jetzt aus China rübergekommen ist oder in den USA geboren, ist eine andere Frage. Kann man nachgoogeln, das habe ich jetzt gerade nicht gemacht, was mir noch aufgefallen ist, hätte ich vielleicht machen können. Aber es spielt, glaube ich, in Sachen jetzt zumindest Firmengründer keine große Rolle, zumindest in dem Zusammenhang, weil das jetzt mal meine ganz einfache Meinung dazu, sowas ist eine Sauerei, aber kann man sehen, wie man möchte. Es kann bestimmt noch jemand sagen, ja, eigentlich muss ich die Firma an die Gesetze in China halten, aber die Sache ist die, das ist auch wieder so ein Fass, wenn man das aufmacht, dann kann man da wieder ewig drüber diskutieren. Ich finde es nicht in Ordnung, vor allem, das sind ja Informationen über geschichtliche Ereignisse, die eigentlich aus politischen Hintergründen totschwiegen werden wollen oder totschwiegen werden sollen. Sowas geht überhaupt nicht. So eine Zensur, sage ich jetzt mal, bestätigter Daten. Ja, also ich bin da ehrlich gesagt auch ein harter Verfechter von dem Notice and Takedown Verfahren, also dass man grundsätzlich erstmal als Anbieter von solchen Conferencing Lösungen erstmal alles durchlässt und erst nachdem halt irgendwie dann sowas gemeldet wird und das halt dann, sag ich mal, strafrechtlich relevant wird, dass man dann halt sagt, okay, dann muss man was machen, aber dass man da erstmal alles durchlässt, natürlich mit allen Folgen dann auch, dass natürlich auch dann illegale Aktivitäten darauf getätigt werden, aber letztendlich kann man das natürlich, außer man möchte die Plattform grundlegend scannen und zensieren, und wenn man Zoom Glauben schenken mag, dann möchte Zoom natürlich jetzt mittlerweile auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einführen. Das heißt also, normalerweise dürften die dann gar nicht mehr wissen, was da eigentlich in den Konferenzen passiert. Betonung liegt natürlich auf normalerweise. Deswegen ganz schwierige Geschichte, aber
Zoom wird halt überall benutzt und letztendlich haben die halt eine ziemlich weite Verbreitung und ich befürchte halt, dass die dann auch irgendwann mal mit dabei sein werden, dass sie irgendwelche Upload-Filter oder irgendwelche Filtersysteme einsetzen werden, falls die nicht schon existieren. Man weiß es natürlich nicht. Man hat jetzt diesen Fall hier mitbekommen. Wer weiß, was da noch alles läuft oder was da in Planung ist. Schwierig. Deswegen hoffe ich drauf, dass es irgendwann mal wieder so eine schöne, gut benutzbare On-Premise-Lösung geben wird, wo man einfach hostet und weiß, okay, das liegt auf dem eigenen System und jetzt nicht unbedingt, weil man generell ständig irgendwelche illegalen Aktivitäten macht, sondern einfach nur aus Prinzip, um einfach solche Sachen nicht zu unterstützen. Also ich finde das einfach, ja, wie du schon gesagt hast, eine richtige Sauerei. Naja, wo die Kacke auch richtig am Dampfen ist, oder war, ist in Österreich oder war bei der, wie sagt man, A1 Telekom Austria, ja, oder ja. Hätte ich jetzt A1 auch so gelesen. Aber jedenfalls A1, bei diesen, ja, österreichischen Telco-Riesen, da haben sich Hacker ins zentrale System reingehackt. Und zwar ziemlich massiv. Nämlich so massiv, dass die einzige Möglichkeit war, das koordiniert an einem Tag komplett alle Systeme zu bereinigen. Und die hatten jetzt auch während Corona das Problem, dass die dann eben nicht die Manpower hatten, um das wirklich an einem Tag komplett sauber durchzuziehen. Weil da war das Problem, wenn du da an einer Stelle angefangen hättest, das nicht umzusetzen, dann hätten die sich über irgendeine Backdoor, wo sie installiert haben, dann gleich danach wieder verbreiten können. Also da war wirklich ordentlich was los und ich weiß nicht mehr, welcher Anbieter das war. War das ein Schweizer Anbieter oder ein Österreicher, der sogar wegen Corona Probleme hatte, den Upstream in seinen Backbone überhaupt ausreichend zu dimensionieren. Da waren irgendwann keine Gespräche mehr möglich über Voice over IP, weil das einfach zu viel war während Corona jetzt. Ich weiß nicht, ob das auch die waren, aber wenn man überlegt, während Corona mal so komplett alle Kundensysteme runterfahren, boah, das ist nichts, was man unbedingt haben möchte. Ja, also da sieht man mal, was alles mit Malwarebefall und Emotet und wie die ganzen lustigen Burschen heißen, was da alles passieren kann. Aber das Interessante in dem Fall war ja, dass die Angreifer ja keine direkte Schadware verbreitet haben, wie zum Beispiel Ransomware, wo sie da irgendwie Lösegelderpressung gemacht haben, sondern die haben sich einfach in das System eingenistet und mitgelauscht. Ja, die waren halt drin und man musste die irgendwie rauskriegen. Ja gut. Ich meine, das macht ja auch Emotet. Also Emotet ist ja auch kein Ransomware, sondern Emotet ist halt auch ein Trojaner, eine Malware, eigentlich wie so ein Schweizer Taschenmesser, wo du halt dann dich irgendwo im System einnistest und versuchst dann immer mehr auszukundschaften und dann halt mit Emotet zusammen wieder gezielte weitere Angriffe zu fahren innerhalb der Unternehmensumgebung. Tobi, du wolltest ja gut, sagen. Es ist halt auch ein lohnenswertes Ziel, sich jetzt beim, ich sag jetzt mal, Telekommunikationsprovider mal einzunisten. Und ja klar, da könntest du mit einem Erpressungsding auch was reißen, aber ich will jetzt mal behaupten, dass ja da die Infrastruktur doch wahrscheinlich eher so aufgebaut ist, dass du da im Notfall mal ein Backup reinprügeln kannst, weil es ist ja alles... Ja, oder wenn du dann, es ist, was ich auch mal wieder schön drüber gehört habe, es ist Schaden beim ganzen Hacking-Zeug, die gute alte Gleichung, Schaden gegen was kann ich rausziehen? Oder beziehungsweise Schaden, Schaden und welchen Schaden richte ich an und ist es den Leuten dann wert, mich aufzuspüren? Gehen wir mal davon aus, die hätten jetzt dieses A1-Netz lahmgelegt. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob da nicht so manche Regierungsveranstaltung das Ganze vielleicht sogar als terroristischen Akt oder was gewertet hätte. Und dann bin ich auch der Meinung, dass bei solchen Leuten wahrscheinlich dann ganz schnell mal die
österreichische Version vom KSK oder so vor der Tür steht. Und ich glaube, das will ja keiner, dass dir dann irgendwelche Leute in schwarzer Combat Gear die Tür eintreten und dich an den Füßen rauszahlen, so auf die Art. Ja, ja. Ja, es ist interessant, wenn wir schon mal die Tür aufmachen zu dem Thema Hackerethik. Da gibt es ja auch jetzt Berichte zum Thema Ransomware und oder auch allgemein Hackerangriffe, gerade jetzt in der Corona-Krise, Hackerangriffe auf Krankenhäuser. Und das sagen halt auch die, zumindest ist halt so der langläufige Konsens in dem Deep Web, Darknet, wie auch immer, wie man es nennen möchte, ganz nach Neigung, dass eben diese Hackergruppen oder Gruppierungen die Finger von Krankenhäusern lassen, weil die sagen, hey, wir haben ja auch unseren Stolz und wir wollen da jetzt nicht irgendwie bei Krankenhäusern reinfunken, wo Corona-Patienten behandelt werden, sondern wir gehen lieber auf andere, zum Beispiel auf die Hersteller von Impfstoffen, weil die haben ordentlich Kohle, da gefährden wir jetzt nicht direkt irgendwelche Menschenleben und die sind wahrscheinlich auch einiges, sag ich mal, zahlungsbereit im Moment, wenn die schon wissen, okay, Donald Trump hat hier ein paar Millionen versprochen oder Milliarden, wenn er irgendwelchen Impfstoff bekommt oder irgendwelche Medikamente. Und deswegen gibt es da jetzt so einen Konsens, dass die halt sagen, nee, wir greifen keine Krankenhäuser an, aber Impfstoffhersteller, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Oder Hersteller von Medikamenten. Ist ganz interessant, aber das ist halt so die Geschichte. Da sind ja auch nur Menschen dahinter, hinter der ganzen Geschichte. Ja, das finde ich aber gut. Auch wieder. Ja. Es ist interessant, aber es ist letztendlich, man könnte auch wieder bloß drüber kotzen, weil letztendlich sagen die das so, ja, und das sind Corona, aber zuvor gab es auch Leute auf der Intensivstation, wo da betroffen hätten sein können, wenn da irgendein Krankenhaus attackieren und da haben sie dann auch nicht vorher dran gedacht. Ja. Na, natürlich nicht. Natürlich, also ich, Gottes Willen, gut, dass du es nochmal ansprichst. Ich möchte das nicht gutheißen. Nicht, dass hier rüberkommt, der Kolb findet es gut, dass die hier Krankenhäuser verschonen während Corona, aber sonst die angreifen. Nee, nee. Ganz klare Geschichte. Was man da auch noch dazu sagen muss, es ist ja in der Vergangenheit passiert. Wenn man sich das Lukas-Krankenhaus in Neuss anguckt, Neuss war das, glaube ich, ja, die hatten einen Millionenschaden durch, damals war es halt eben eine Ransomware und die mussten ihre komplette IT runterfahren, die mussten die Patienten verlegen, was auch immer alles, weil die halt sehr digital unterwegs waren und da hat niemand nach Ethik gefragt. Die sind einfach infiziert worden und da hat es richtig geknallt. Also es gab, soweit ich weiß, auch in der Anfangszeit von Corona auch irgendwo in Bulgarien oder irgendwo in der Region auf jeden Fall gab es ein Krankenhaus, was ebenfalls betroffen war von einer Ransomware. Und da waren wir schon mitten in der Corona-Krise eigentlich. Gut, ja, wie kommen wir jetzt darüber? Digitalisierung. Ja, da bin ich auch auf eine ganz interessante Sache gestoßen. Und zwar ein gewisser Ilas Iakovidis. Der gute Mann ist Berater für die, man kennt ihn, für die EU, für Kommunikationsnetze. Und ja, er hat auch vorgeschlagen, um die Nachhaltigkeit der Technik zu erhöhen, beziehungsweise, dass die Leute ein bisschen mit ihrer Technik umgehen, dass Smartphones doch bitte gratis ausgegeben werden sollen. Und das war auch wieder so ein Artikel, wo ich mir gedacht habe, also manchmal sollte man erstmal überlegen, bevor man redet. Leute, also ja, geht's gut noch? Wenn ich irgendwas gratis kriege, ist es doch eher das Problem, dass ich es eher an die Wand klatsche. Hab doch nichts für bezahlt. Yeah. Und es wird halt damit argumentiert, ja, dass das Einzige, was eigentlich noch ist, warum man neue Smartphones kauft, die neuere Technik ist, die da verbaut ist, oder dass das alte halt dann irgendwann mal ausläuft. Ja, aber dann würde ich eher sagen, müsste man halt mal bei den Unternehmen mal in die Wunde drücken und sagen, ey Leute, mach Software-Updates für, keine Ahnung, 10 Jahre für irgendein Betriebssystem. Und ja, baut mal eure Geräte nicht so, dass die Dinger halt nur aus einem Hauch Plastik und
einem ganzen Haufen Kunstharz bestehen, dass ich halt vielleicht auch meinen Akku tauschen kann, ohne da mit dem Heißluftföhn und der Brechstange ran zu müssen. Ja. Oder halt auch, dass sie halt dann eben zum Beispiel, wie es ja Apple in den vergangenen Jahren gemacht hat, mit irgendwelchen Software-Patches dann Slowdowns auf die Geräte ausgeliefert hat und so Zeug. Also es ist schön, genau, wenn man sich immer noch wegen Kohleausstieg und Zeug Gedanken macht, aber seltene Erden und den ganzen Zeug muss man auch sich irgendwie beikommen. Und wenn ich alle 3 Jahre halt ein neues Smartphone brauche und das alte dann irgendwie irgendwo hinflatter, kann ja auch nicht die Lösung sein. Ja, also ich meine, Smartphones allgemein, die Technik im Moment, da kann man einfach nicht von Nachhaltigkeit reden. Und das ist halt einfach eine Geschichte, die, sag ich mal, also ich bin mir dessen schon bewusst, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es besser machen kann, außer dass ich halt sage, okay, ich brauche jetzt nicht jedes Jahr ein neues Smartphone oder auch nicht alle 2 Jahre mittlerweile. Letztendlich aber, wie du richtig schon gesagt hast, teilweise hast du gar keine andere Wahl, gerade wenn du halt den angebissenen Apfel nutzt oder ein kleineres Smartphone dir gekauft hast, weil du gesagt hast, naja, ich will Geld sparen, dann kann es halt relativ schnell passieren, dass du mit dem Ding halt nicht mehr glücklich wirst, weil das halt einfach hoffnungslos veraltet ist oder ja, mit angezogener Handbremse fährt oder du kriegst keine Sicherheitsupdates mehr. Das hatten wir ja auch schon am Anfang vom Podcast besprochen, wie es eben um das Thema Corona-App ging. Also ganz fragwürdig, was der Typ da raushaut. Naja. Also irgendwie, ich habe auch immer noch nicht den Zusammenhang verstanden zwischen kostenlos und was daran nachhaltig sein soll. Ja, es wird damit von dem kostenlosen nachhaltig, also zumindest behauptet jetzt hier der gute Mann, dass man ja dann die Hersteller nicht mehr dazu verleitet, auch so teure Geräte und halt dieses, ich sage jetzt mal, das Luxus-Prinzip Smartphone. Ist der aus der Linkspartei Keine oder Ahnung. Will der den Kommunismus zurückhaben gesagt, oder was ist mit dem Typ falsch? Ich finde auch diese ganzen Artikel so wahnsinnig surreal in der Argumentation. Also das ist... Ja. Und also wenn, surreal ist ja das Einzige, was ich dazu sagen kann. Ja, und vor allem, welche Geräte sind dann kostenlos? Also da muss man ja auch festlegen, welche das sind. Und das Unternehmen selbst, das will ja auch was dran verdienen, weil es in der normalen Marktwirtschaft ist. Also musst du entweder sagen, okay, ihr in diesem Handy muss in die Technik und wir geben euch für das und das Geld. Oder die sagen, okay, hier Bundesregierung, das kostet jetzt 1.000 Euro und ihr zahlt uns die und könnt es dann kostenlos weitergeben, da haben wir kein Problem. Du bekommst dann praktisch anstatt so einem Grundrente oder einem Grundgehalt oder wie heißt es, bedingungsloses Grundeinkommen, bekommst du ein bedingungsloses Grundhandy, Smartphone und kannst dann upgraden auf andere Modelle. Dann kommt das Ganze also noch schön vorinstalliert mit der mit der Staats-App, weil du hast ja nichts zu verbergen. Und wenn es dann mal irgendwann so weit ist, glaube ich, fange ich an, irgendwo in einem Garten den Graben zu ziehen. Ja, gut. Bin ich gespannt. Na, also es ist auf jeden Fall weltfremd und ich frage mich manchmal, wie kommen denn Politiker auf solche Ideen? Aber es ist wahrscheinlich eine Mischung aus Unwissenheit und Naivität. Ja, vor allem, weil es so viel mehr Stellschrauben gibt, um das zu ändern, das ganze System. Also. Ja, ich sehe hier auch gerade noch was im selben Artikel. Also, um Gottes Willen. Es war dann noch von jemandem anderen, der sich hier über Green-IT-Sachen ausgesprochen hat, dass man doch bitte noch ein Zertifikat wie SSH hinzufügen soll, wenn der Server über grünen Strom betrieben wird. Also, Green-IT ist ein großes Thema und das ist auch was, was sich zu verfolgen lohnt und auch sehr interessant. Aber holla die Waldfee, also das ist... Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, surreal. Ja, klar, also ich meine, natürlich ist es wichtig, dass man sagt, man versucht so umweltverträglich wie möglich zu arbeiten, aber es ist halt leider nicht komplett möglich. Das ist halt wie wenn du ein Auto komplett zu 100%
klimaneutral bauen möchtest, das ist aktuell, ist es halt nicht möglich. Das ist halt auch bei der Technik so. So, und dann kann ich auch, da kann ich mich auf den Kopf stellen, aber letztendlich wird das, werden es nicht alle Bürger mittragen. Natürlich können jetzt einige wenige sagen, ja, wir machen hier Smartphone, gibt's nicht mehr und so weiter und was weiß ich, nur noch alle 10 Jahre. Aber ich kann mir nicht vorstellen, auch selbst bei den Kids, die bei Fridays for Future dabei sind, dass die dann begeistert werden und dass sie sagen, jo, das ist der Weg, den ich gehen möchte, um meine Umwelt zu schützen. Kann ich mir nicht vorstellen. Man muss einfach einen gesunden Mittelweg finden, ohne alles zu verbieten. Meine Meinung, meine persönliche Meinung. Und das ist für mich kein gesunder Mittelweg. Tut mir leid. Also das ist gesunder Mittelweg ist für mich, wenn ich sage, okay, Hersteller werden wieder dazu angehalten, dass man den Akku wechseln kann, dass halt diese Softwarebremsen verboten sind. Und wenn sowas rauskommt, dass es richtig scheppert im Karton, das wäre für mich wichtig, aber nicht, dass man sagt hier Handys für alle, ne, weil dann braucht ihr keine mehr kaufen, ne, oder wir regulieren den Handykauf völliger. Das ist immer wieder eine Planwirtschaft. Das will ja auch keiner. Ja, und also vor allem schwierig. Dann ist denn jedes Handy kostenlos? Ist dein erstes Handy kostenlos? Kriegst du denn alle 2 Jahre ein Handy kostenlos? Oder? Ja, so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass du das praktisch, wie du es heutzutage halt mit einem Vertrag kriegst du dann dein Handy oder der Smartphone und das ist dann sozusagen gratis dazu, wie es zum Beispiel mal ganz früher war. Also so ganz am Anfang der Mobilfunkzeit, oder was ist ganz am Anfang, aber halt so am Anfang der modernen Mobilfunkzeit, wo du halt das Handy mitbekommen hast. Vielleicht, was man dazu auch noch sagen kann, wenn man sich ein bisschen damit befasst, dass man einfach oder zum Beispiel auch die Geräte besser refurbischen kann und dann auch so Sachen rausnimmt wie einen SIM-Lock für einen Provider. Also, dass ich, keine Ahnung, sage nach 3 Jahren, okay, wenn ich ein neues Smartphone möchte oder nach 2 Jahren, dann kann ich mir das gern kaufen, aber dann muss auch dieser Lock raus und es muss vernünftig zu refurbischen sein. Dass das halt nochmal für einen Huni weniger, keine Ahnung, bei einschlägigen Händlern beziehen kannst. Händler XY. Ja, das ist genau der Punkt, dass es dir halt nicht erschwert wird, so ein Gerät, so ein High-End-Smartphone unter Umständen wieder in den Gebrauchtmarkt zu bringen. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn du jetzt jemand bist, der darauf nicht zockst oder einfach halt nur für WhatsApp bin, also zum Beispiel meine Eltern oder so oder auch meine Oma, die nutzen es hauptsächlich für ein paar Bilder machen, telefonieren und ein bisschen WhatsApp. So. Und für solche Leute, da so ein ehemaliges High-End-Smartphone, das kannst du denen immer noch mit gutem Gewissen geben, wenn die Software mitspielt. Und das ist halt eben der Punkt, wenn die Software mitspielt. Und da wurde jahrelang, wurde da künstlich das Ganze so angelegt, dass man eben das halt nicht unbedingt mehr weitergeben kann. Aber es wäre natürlich eine feine Sache, dann könnte so ein Smartphone halt nochmal ein paar Jährchen länger leben, weil für solche Anwendungen, da tut der ehemalige High-End-Prozessor, der tut es halt dann eben noch ein bisschen. Das ist halt einfach so. Was ich auch interessant finde, im Artikel, da ging es dann auch nochmal um das Thema Ökostrom bei Webservern. Das habe ich ja vorhin noch angesprochen gehabt, mit dem, dass es noch ein Zertifikat dazu geben soll. Ja, ich meine, es tut weh. Da kann ich, genau. Ich meine, ich kann das zum gewissen Punkt nachvollziehen. Wir bei QSO4U, wir sind in der glücklichen Situation, wir haben jetzt unsere Server in Rechenzentren stehen, die genau das machen. Also wenn ihr bei uns einen Server habt oder unsere Server nutzt in irgendeiner Form, auf unserer Website seid oder irgendwas mit uns macht, dann wird das über Ökostrom ausgeliefert. Also unsere Server, und das ist kein Fake, das ist wirklich zertifizierter Ökostrom, unsere Server werden zu 100% aus Ökostrom, einmal aus Wasserkraft und einmal aus Windenergie zu 100% betrieben. Ist eine feine Sache, aber das kann natürlich nicht jeder machen. Bin ich mir auch dessen bewusst. Wir sind in einer bequemen Situation, wir können das machen. Und wir nutzen zum Beispiel auch für manche Dienste, zwar nicht für alle, nutzen wir sogar Rechenzentren in Skandinavien, um genau zu sein, in Finnland. Und da wird halt, sag ich mal, zu 70% im Jahr mit Außenluft einfach gekühlt. Also die haben da schon viel weniger Energieaufwand. Aber natürlich ist das jetzt kein Standard. Und wir haben noch genügend Rechenzentren in Deutschland, wo sowas völlig egal ist.
Und kurioserweise, um das Thema abzurunden, aber das muss, da muss ich nochmal kurz rauskotzen damit, weil mich das immer aufregt. Kurioserweise machen die meisten Berichte, die sich deswegen traut, nicht allen Berichten, die im, also ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, aber das sind Fakten, traut nicht allen Berichten zu dem Thema IT und Umweltschutz. Weil es gibt sehr viele Berichte, in denen zum Beispiel Google, und ihr wisst, ich bin kein großer Google-Fan, aber das machen die richtig, als Dreckschleuder dargestellt wird, wenn es um das Thema Internet geht. Und jetzt kommt der Knaller, Google betreibt mittlerweile zu fast 100% auch seine Serversysteme mit Ökostrom. Warum? Weil es günstiger für die ist. Warum? Weil sie ihre Rechenzentren an den richtigen Standorten gebaut haben. Weil die sind mittlerweile in einer Größenordnung, was die brauchen, dass für die sich das mittlerweile rechnet. Für die rechnen sich die Dreckschleuder-Rechenzentren gar nicht mehr, sondern für die ist es wichtiger, oder ist es nicht nur fürs Image wichtig, sondern auch für den Geldbeutel, dass sie sagen, hey, wir erzeugen den Strom selbst für unsere Rechenzentren aus erneuerbaren Energien. Und den Strom, den sie eben nicht selbst erzeugen können, weil an den Standorten nichts vorhanden ist, der wird einfach eingekauft als Ökostrom. Also in der Beziehung muss man sagen, ist Google nicht so schlimm, wie es dargestellt wird. Da haben diese Reporter, diese Leute falsch recherchiert oder haben diese Informationen einfach nicht. Es gibt aber sehr wohl große Datacenter, zum Beispiel Amazon gehört dazu. Das sind alles Sachen, die habe ich mit Felix mal recherchiert, weil da ging es halt auch darum, wir haben jetzt Ökostrom mit unseren QSO4U-Servern. Was machen denn andere Rechenzentren? Und da haben wir halt mal gesehen, da gibt es auch eine Seite, wo man das alles angucken kann. Und da ist zum Beispiel auch aufgeführt, dass Amazon noch nicht so weit ist. Die sind zwar dabei, aber die sind noch nicht so weit und die haben noch sehr viele Rechenzentren, die alles andere als mit Ökostrom betrieben werden. Genauso Microsoft auch. Also da ist Google sehr weit, aber Microsoft ist auch am Aufholen und Amazon hat auch schon versprochen. Bei Microsoft sieht man mittlerweile schon die ersten Resultate. Also das nur mal so am Rande. Das wollte ich mal erwähnt haben, weil es ja immer heißt, diese böse IT, die braucht so viel Strom. Ja, sie braucht Strom. Aber viel IT-Unternehmen, und das ist halt so einfach, es ist so einfach als Rechenzentrum, wenn ich eine gewisse Größe habe, Ökostrom entweder einzukaufen oder zum Beispiel auch selbst Strom über Photovoltaik zu erzeugen und den für den Eigenverbrauch zu nutzen. Und es wird auch von vielen gemacht, weil sich sowas halt auch gut verkauft bei den Kunden. Einfache Sache. Und die ganz Großen in Deutschland, ob das eine Strato ist, eine 1&1, Ionos, wie die alle heißen, die haben alle zum größten Teil mittlerweile Ökostrom. Ist einfach. Ach ja, so. Nochmal um bei Google. Gut. Google, das haben wir auch schon mal in einem Tech-Talk behandelt, macht es auch mittlerweile so, dass sie quasi Berechnungen, die jetzt quasi nicht so dringend sind, auf Zeiten verschiebt, wo sie recht viel Ökostrom haben. Wenn also die Windturbine oder das Wasserkraftwerk gerade sehr viel Strom erzeugt. Also die haben das nochmal richtig optimiert. Genau. Perfektioniert, ja. Macht auf jeden Fall Sinn. Was auch Sinn macht, dass ihr Updates installiert. Und wir haben wieder die Kategorie Security Update Alerts. Und ich habe diese Woche einige Updates. Ich werde jetzt nicht im Detail darauf eingehen, was für Updates es sind. Wir haben einmal, ihr guckt halt einfach mal, ob die Lösung bei euch im Einsatz ist. Und guckt mal, ob es dafür Updates gibt. Also es gibt einmal einen Alert von Bitdefender. Also wenn ihr Bitdefender im Einsatz habt, bei der Business-Variante habe ich jetzt nichts gesehen. Bei der Privatkunden-Variante gibt es da in dem SafePay-Bereich gibt es Security-Probleme. Solltet ihr auf jeden Fall patchen. Es gibt von Nvidia einen GPU-Display-Treiber-Patch. Der hat auch diverse Sicherheitsprobleme. Des Weiteren haben wir VMware wieder mit im Boot. VMware hat vor allem auch für die ESXi, also vSphere-Umgebung, Virtualisierungsumgebung, diverse Patches raus. Die habe ich auch schon installiert. Hat bei mir bisher nicht geknallt. Ich habe aber auch schon gelesen, dass es bei Leuten ordentlich gerappelt hat in der VMware. Ja, konnte ich jetzt nicht nachstellen. Also bei uns hat alles geklappt bei QSO4U. Ja, Dell hat unter anderem für seine, was ist das? Intel Smart Sound Plattform ein Update für eine Schwachstelle rausgebracht.
Wir haben die Palo Alto Firewalls, also wer eine Palo Alto Firewall im Einsatz hat, der sollte mal patchen. Genauso ist der Firefox dabei, der hat sogar einen Notfallpatch rausgebracht, also Mozilla. Es gibt Sicherheitsupdates für die F5 Big IP Appliances. Da ist Shardcode, kann man da Shardcode einschleusen in ein Konfigurationstool. Außerdem ist auch die Zone Alarm Firewall, das ist ja so eine Software Firewall von Checkpoint, ist mit am Start. Gibt es auch ein Update für, unter anderem natürlich darf auch nicht Samba fehlen, also die Windows-Dateifreigabe. Ja, die sind ja auch ganz gerne immer mal dabei, also sollte man mal gucken, so NAS-Systeme, also alles ist so der Klassiker, Storage-NAS-Systeme, Windows, die setzen natürlich Samba ein, da sollte man auf jeden Fall mal schauen, ob es da irgendwie ein Update gibt. Cisco kämpft aktuell auch gegen kritische Lücken in ihrer iOS XE Betriebssystemserie. Die betreffen hauptsächlich die Telnet-Schnittstelle. Muss allerdings sagen, ja, Telnet sollte man sowieso nicht mehr so unbedingt verwenden, sondern eher auf SSH gehen. Aber scheinbar ist es bei Cisco noch im Einsatz. Und das würde einen David betreffen, Sicherheitsupdates auch für eine Root-Lücke in der IBM-Datenbank DB2. Also IBM ist auch mal wieder am Start. Und last but not least, Microsoft ist natürlich auch am Start mit Windows 10 und auch die Serverbetriebssysteme, die haben wieder ordentliche Patches bekommen. Da vielleicht noch der Hinweis, Windows 2004. Mit Vorsicht zu genießen. Also wer wem das angezeigt wird, dass dieses neue Release installiert werden kann, der sollte da mal ein bisschen mit Vorsicht walten und vielleicht nochmal ein paar Wochen warten. Ich habe Systeme, bei denen hat es problemlos funktioniert. Ich habe aber auch genau das Gegenteilige, wo dann irgendwelche Grafiktreiber und Soundtreiber verrückt spielen und ganz lustige Effekte entstehen. Deswegen mit dem 2004er lieber mal noch ein paar Wochen warten. Ist einfach die Erfahrung, das funktioniert bei den Release-Upgrades eigentlich mal ganz gut. Und dann hat man da weniger Schmerzen mit. Und das muss man sich ja nicht gleich am ersten Tag auf sein Produktivsystem ausrollen. Jo, weiter mit dem Thema Software. Bei BMW fängt jetzt das Netflix-Modell an. Genau. Georg, was hat sich denn da BMW wieder ausgedacht? BMW hat sich jetzt so überlegt, wie wäre es denn, wenn wir so machen, dass wir die Hardware und Software in unsere Autos verbauen, aber der Kunde hat sie noch nicht von Anfang an. Der kann jetzt im Nachhinein sagen, okay, ich möchte jetzt meine Sitzheizung auch von der Ferne bedienen können, zahle ich 50 Euro dafür im Nachhinein. Also das sind verschiedene Hard- und Software-Dinge, die du dir nach und nach dann kaufen kannst, wenn du willst. Also ab und zu buchen. Ja, also das ist im Prinzip ja eigentlich das, was große Hardwarehersteller im IT-Bereich schon länger machen. Ich meine, dass IBM da ganz groß im Game ist, dass die halt ihre Systeme mit der vollen Hardware-Ausstattung ausliefern. Und du schaltest dann über Lizenzen einfach CPU-Cores frei oder allgemein RAM frei. Und das Gleiche hast du ja auch bei diversen Netzwerk-Komponentenherstellern. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gehört habe, den Satz von den Netzwerkern. Ja, na, da müssen wir erst noch eine Lizenz kaufen, weil der Port ist nicht lizenziert. Und ich so halt im guten Glauben, wie vor einigen Jahren noch, ja, wieso, Switch kaufe ich und dann habe ich hier, wenn ich mir einen 48-Port-Switch kaufe, dann habe ich alle Ports, die ich benutzen kann, ja Pustekuchen. Mittlerweile gibt es Hersteller, die dann sagen, yo, du kriegst einen Gigabit-Port kostenlos, aber wenn du dann halt 10 Gigabit haben willst oder mehr, dann musst du eine Lizenz kaufen. Also das gibt es da auch schon in dem Bereich. Also absurde Züge, muss man ganz ehrlich sagen. Da merkt man halt wieder Hardware, die kostet halt nichts mehr, was man schon am Anfang vom Podcast hatten. Wenn da aus China irgendwie sowas rausfällt, solche Bauteile, das kostet halt nichts. Und dann sagt der Hersteller, okay, dann schicke ich dem Kunden halt einen High-End-Switch und bremse den halt so weit aus, dass er dann irgendwann bereit ist und sagt, jo, ich kaufe da irgendwelche Lizenzen, damit ich den benutzen kann, wie ich es möchte. Und ob das halt bei BMW funktioniert,
Ich weiß es nicht. Muss man mal gucken, wie die Kunden halt drauf sind. Ne? Ob die sagen, okay, für BMW mache ich das. Ich muss aber sagen, wir Deutschen, wir sind ja einiges bereit für Autos zu tun. Das ist einfach irgendwie so. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das funktioniert. Ganz ehrlich, also ich glaube in Deutschland, gerade bei den deutschen Autoherstellern, das sind viele Leute so überzeugt noch von den Herstellern, dass sie sagen, jo, mach ich, ist doch prima, ist doch super. Da, ich weiß es nicht, aber ja, gut, mir wir geht's, sehen. Das ist, oder der, die, das Geschäftsmodell ja eh, ich sage jetzt mal schon mal aus Prinzip auf den Keks, aber... was ich mich halt frage, ist, wie es überhaupt ankommt, beziehungsweise ob es nicht eventuell sogar mal Leute gibt, die sich dann da einen Spaß draus machen und da irgendwie einen Jailbreak oder sowas. Du lachst, also so blöd wie es klingt. Ja, ich würde jetzt mal behaupten, dass so mancher Server, den man da oder so manches Netzwerkbauteil, dass der vielleicht auch, ich sage jetzt mal, zumindest im Privatgebrauch oder irgendwelche Ware, die man dann mal aus einer Geschäftsauflösung mitgenommen hat. Nicht vielleicht auf der Legallizenz läuft, sondern auf irgendeinem Patch, den sich mal irgendjemand in irgendeinem Keller ausgedacht hat, läuft. Ja, wie damals zu Premiere-Zeiten, gut, das ist mittlerweile verjährt, kann ich erzählen, da gab es so diverse Radio-Fernseh-Hersteller oder was ist Hersteller, so Radio-Fernsehläden, die dann unter der Ladentheke so gecrackte Premiere-Receiver verkauft haben, wo du dann eben das Pay-TV-Programm von Premiere dir angucken konntest. Gibt's halt, klar, warum nicht? Also ich meine, außer es ist halt ein ganz klares Cloud-Modell. Sowas gibt's ja zum Beispiel bei meinem Lieblingshersteller, aktuell bei Tesla gibt's es ja auch, dass du dir über so ein Premium-Modell kannst du dir halt mehr freischalten. Das heißt, du hast ja in einem Tesla so eine SIM-Karte drin und du kannst dann zum Beispiel, wenn du, ich glaube, 10 Euro im Monat bezahlst, dann kannst du über diese SIM-Karte nicht nur die grundlegenden Sachen machen, die halt der Tesla zwingend braucht, sondern du kannst dann darüber auch normal surfen und hast halt keine Traffic-Begrenzung. Du kannst YouTube drüber schauen, du kannst Netflix drüber schauen. Das ist halt so Entertainment-Programm, klar, oder Spotify hören ohne Volumenbegrenzung. Und da muss ich halt sagen, bei sowas, da würde ich es wahrscheinlich sogar einsehen, dass ich sage, da zahle ich 10 Euro. Bin ich ganz ehrlich. Also da würde ich wahrscheinlich sogar sagen, okay, weil wenn ich das jetzt auf ein Smartphone mache, dann müsste ich ja für mein Smartphone wieder einen Unlimited-Tarif. Gut, den habe ich, aber den hat nicht jeder. Und wenn jemand sagt, okay, ich brauche für Smartphone, bräuchte ich dann jemand so einen Tarif, der kostet mich ja auch so und so viel und so habe ich das ins Auto integriert. Die Antennen sitzen natürlich auch dementsprechend gut und nicht innerhalb des Autos, wenn ich jetzt mein Smartphone benutze, sondern die sitzen halt dann so, dass das Auto auch besseren Empfang hat. Warum denn nicht? Ja, also bei sowas wäre ich dann ja, gut, offen. Gegen sowas sage ich ja dann auch nichts, aber es ist halt zumindest so, wie ich es jetzt hier verstanden habe, dass teilweise halt zum Beispiel Zeug eingebaut ist und ich das halt einfach nicht nutzen kann. Also auch Sachen, die ich hardwaremäßig nutzen könnte, wenn keine Sperre drin wäre. Und das ist halt was, da geht mir der Hut hoch. Aber nee, das verstehe ich. Ja, da bin ich, also das ist jetzt auch nichts, aber das sind ja wieder wahrscheinlich zwei verschiedene Sachen. Und was halt dann auch wieder assi ist, in Anführungsstrichen, wenn du dann wahrscheinlich nicht monatlich bezahlst, dann ist die Funktion wieder weg. Obwohl die, wie du sagst, die Hardware verbaut ist. Und das ist halt auch was, wo ich wahrscheinlich nicht gerade begeistert wäre. Naja, wir werden sehen. Ich bin gespannt, wie der deutsche Autokäufer mit der Situation umgeht. Also, ja, schwierig. Gut, wo wir auch mit umgehen müssen, ist die Frist bei den SSL-Zertifikaten. Die ganzen Browserhersteller, die nehmen jetzt an dieser Verkürzungsaktion teil, dass mittlerweile maximal für ein Jahr lang öffentliche SSL-Zertifikate registriert werden dürfen. Also man hat jetzt noch die Möglichkeit, das haben auch einige Kunden von uns gemacht, dass man sich jetzt nochmal vor September 2020 nochmal für 2 Jahre SSL-Zertifikate öffentliche kauft. Danach wird es nicht mehr möglich sein. Danach wird man nur noch für ein Jahr welche bekommen.
Und die Browserhersteller, die werden dann da auch dagegen wettern. Und das ist halt so eine gewisse, also so eine richtig nervige Geschichte, weil so SSL-Zertifikate, wir reden da ja jetzt nicht von, das wird auch immer gerne alles in einen Topf geworfen, von irgendwie so einem Hobby-Webserver, der mit Let's Encrypt gesichert ist, oder von so einer Systemumgebung, die mit Let's Encrypt gesichert ist, weil da ist es relativ easy, weil Let's Encrypt läuft ja alles automatisiert mit dem Zertbot. Und ich habe dann alle 30 Tage spätestens ein neues Zertifikat. Aber bei diesen Enterprise-IT-Umgebungen, da kann ich nicht mit Let's Encrypt arbeiten, weil Let's Encrypt teilweise, oder was ist teilweise, Let's Encrypt braucht ja immer eine öffentliche Verifizierung. Das kann ich nicht immer machen. Und also ganz bescheidene Situation. Und deswegen arbeite ich da halt dann auch oft mit irgendwelchen gekauften SSL-Zertifikaten. So einfach ist es. Und man muss dann jedes Mal, zumindest geht es mir so, jedes Mal, wenn die Zertifikate ablaufen, muss ich immer wieder schauen, wo stelle ich das ein, wie richte ich das ein. Natürlich kann ich habe auch Dokumentation. Bei manchen Sachen mache ich es natürlich aus Bequemlichkeit nicht. Da muss ich jedes Mal neu nachschauen. Und manche Systeme, das ist halt wirklich die Pest, zum Beispiel bei einem Microsoft Exchange, dem ein neues SSL-Zertifikat zu verpassen. Das macht einfach keinen Spaß. Das sind keine 3 Mausklicks. Gerade bei so Exchange-Hybrid-Umgebungen und so weiter. Das ist absoluter Abfuck, sag ich, wie es ist. Das ist einfach nervig. Und wenn ich das jetzt jedes Jahr als Admin habe, das ist scheiße. Das ist einfach nicht gut. Und dieses Security-Argument, das zieht bei mir halt ehrlich gesagt auch nur zum gewissen Teil. Natürlich, diese ganzen Webbrowser-Hersteller, die haben irgendwie im ersten Moment, also gerade Mozilla, ich mag Firefox eigentlich, aber da haben die in meinen Augen wirklich eine Schraube locker. Die schauen halt hauptsächlich auf dieses Thema Let's Encrypt. Natürlich Let's Encrypt. Alle 3 Monate neues Zertifikat, das geht alles automatisiert. Da muss ich im Regelfall kein Admin mehr in den Kopf machen. Aber alle Systeme, wo ich das manuell machen muss, das ist Wahnsinn. Und das ist auch wieder, wie wir es vorhin hatten, mit der Geschichte mit diesem rassistischen Quellcode. Das ist Arbeit, die eigentlich nicht sein müsste, die da gemacht wird. Ohne großen Mehrwert, den man dadurch hat. Also wirklich völlig. Wie gesagt, so 0815 Websites kann man das ohne Probleme automatisieren. Bei großen Enterprise-Umgebungen ganz schwierig. Und da gibt es bestimmt einige Firmen, die brauchen jedes Mal den Dienstleister. Also gerade bei so Bananensoftware oder bei Software, die super enterprisig ist, brauchst du jedes Mal einen zertifizierten Techniker, der dir dann so ein scheiß Zertifikat austauscht. Also ihr merkt schon, ich bin da ziemlich abgefuckt. Also ich meine, natürlich könnte ich jetzt sagen, hey super, unsere Kunden bei Course of Use Services, die kaufen halt jetzt jährlich Zertifikate ein. Erstens mal ist bei uns der Supportaufwand dann höher, der Papierkrieg sowieso, der wird jedes Jahr sowieso immer mehr, das sorgt schon unsere Regierung dafür, aber es ist auch für den Kunden scheiße. Und der Kunde hat natürlich auch, wenn er 2 Jahre gleich am Stück gekauft hat oder länger, hat er natürlich auch die Möglichkeit gehabt, Geld zu sparen. Die Möglichkeit hat er jetzt nicht mehr, weil es gibt nur noch diese Einjahreszertifikate. Also ich bin da wirklich kein Freund von. Aber uns bleibt nichts anderes übrig. Ich glaube, die ganze Geschichte ist mal von Apple gekommen. Danke dafür. Ne? Also ich weiß schon, mein nächster Laptop wird kein MacBook mehr. Es ist einfach, weil die haben halt mit ihrem Safari, haben die halt damit angefangen, das nicht mehr zu akzeptieren, und jetzt ziehen halt die anderen nach, und es ist einfach nicht schön und es ist einfach nervig. Aber was willst du machen, ne? Gut. Ach ja, auch noch so ein Thema, auch interessant mit den Root-CAs, das ist natürlich jetzt wieder eine andere Geschichte fast schon. Aber wir haben ja immer mehr IoT-Geräte, die auch mit solchen Geschichten kommunizieren. Wir hatten ja letzte Folge den Vorwerkstaubsauger, wo viele schon gemutmaßt haben im Heise-Forum. Ich weiß, das ist nicht repräsentativ und sehr speziell, aber diese Vermutung ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass diese abgelaufene Root-CA vielleicht auch
Auslöser für die Probleme mit dieser Verbindung zur Vorwerk-Cloud waren. Weil, und da ist wieder das Problem, wenn du bei solchen Systemen, bei so IoT-Systemen solche Verschlüsselungen implementierst, hast aber nie vorgesehen, dass die CA geupdatet werden, die Zertifizierungsstellen. Und dann hat auf einmal dein Saugroboter keine Verbindung mehr in die Cloud und kann sich Updates ziehen. Also das rettende Update in Anführungsstrichen, das ihm praktisch dann die neue CA beigebracht hätte, das kriegt er gar nicht, weil er keine Verbindung zum Update-Server aufbauen kann, weil der ja noch mit der alten CA, die nicht mehr gültig ist, verschlüsselt ist. Also lauter solche Geschichten, wo sich dann die Katze irgendwann in den Schwanz beißt. Also man kann auch irgendwann, kann man sich, ich bin, wie ihr wisst, ein sehr großer Freund von IT-Security, aber irgendwann kann ich mir Systeme auch so verdengeln, dass ich gar nichts mehr kann und dass ich dann nur noch Probleme habe und gar nicht mehr zum Wesentlichen kommen. Und die Gefahr sehe ich halt bei solchen Spielereien relativ schnell kommen. Also so Zertifikate und Systeme, wo man sich selber aussperrt und dann irgendwie nicht mehr weiterkommt. Und das ist halt einfach irgendwie, das ist frustrierend einfach. Das ist einfach scheiße. Das ist, wo ich einfach mir denke, die Welt könnte als Admin so schön sein in vielen Bereichen und dann baut man sich so eine Scheiße zusammen. Also entweder muss ich, um das Thema mal abzuschließen, entweder müssen sich die Systeme anpassen auf lange Sicht, was wahrscheinlich passieren wird, dass die auch automatisierte Zertifikate unterstützen, Let's Encrypt und Co. oder was Neues vielleicht, wo man Kaufzertifikate automatisieren kann, oder irgendwann gibt es die Rolle rückwärts. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Oder es bleibt alles, wie es ist und der Admin wird wahnsinnig, weil er irgendwann alle 30 Tage auf allen Systemen neue Zertifikate einspielen darf. Egal. So, jetzt kommen wir aber, glaube ich, zu was Schönerem. Neue Funktionen bei Office 365 und OneDrive und, for Business oder und, OneDrive. Und vor allem auch mal welche, wo man sagen kann, die sind schön und machen Sinn. Okay, ist ja bei Microsoft auch nicht selbstverständlich. Ja, wollte gerade sagen, also Microsoft hat sich da ja auch schon so manches mal selber ins Knie geschossen. Aber jetzt, da Microsoft ja mit ihrem mit ihrer großen Initiative Remote Everything angefangen haben dieses Jahr, gibt es ein paar ganz coole Sachen. Zum Beispiel einmal, dass dann bei gewissen Ordnern, die mit Leuten geteilt wurden, auch im Businessmodell gleich ein Add to OneDrive verfügbar ist. Also dass man auch gleich SharePoint-Dateien und Teams und alles Mögliche, alles zusammen schön mit OneDrive-Sachen anbinden kann. Ja, es wird spät. Also dass man da dann endlich mal alles schön auf einem Fleck hat. Also das ist vor allem halt, wenn man jetzt eine, ich sage jetzt mal, reine Microsoft-Infrastruktur benutzt, bestimmt schön verführend beziehungsweise sehr angenehm zu nutzen. Und es gibt auch noch mehr Admin-Features. Unter anderem gibt es auch, dass die wurde auch eingefügt, dass die Upload-Grenze auf 100 GB hochgesetzt wurde. Und es gibt noch besseres Admin oder ein größeres Admin-Dashboard mit Synchronisationsfunktionen und alles mögliche. Labels können noch gesetzt werden für Datensicherheit, die dann wie personelle Vaults und so weiter verwenden. Was ich mir auch noch da mit durchgelesen habe, man kann Berechtigungen automatisch auslaufen lassen. Also keine Ahnung, zum Beispiel sagen, okay, der und der hat jetzt nur Berechtigung auf die Datei bis zum Ende der Woche oder keine Ahnung, je nachdem wahrscheinlich, Projektende oder je nachdem, wie das dann aufgebaut ist, keine Ahnung, der wird dann nächstes Jahr eh nicht weiter hier in dem Unternehmen arbeiten, so auf die Art, dann setze ich halt die Zugriffsrechte für den nur noch auf ein Jahr und falls dann irgendwie das Konto mal noch ein paar Tage länger am Laufen ist, weil man es halt vergessen hat, ihn zu löschen oder irgendwas, der dann nicht noch irgendwelche Daten leakt und plötzlich die Konkurrenz komischerweise genau dieselben Daten hat. Ja, das sind schöne Features, wobei man sagen muss, das haben andere Lösungen halt schon länger geboten. Da ist Microsoft halt echt ein bisschen hinterher. Also meine persönliche Meinung zum OneDrive ist, es ist schön, es macht in vielen Sachen echt Spaß, damit zu arbeiten, aber es fehlen halt an der einen oder anderen Stelle noch Funktionen,
Und man hat so den Eindruck, die haben da die letzten Jahre irgendwie nicht viel dran gemacht und haben sich da so ein bisschen auf ihrer Position ausgeruht. Und was zum Beispiel absolut ätzend war, wir haben am Anfang gedacht, okay, Videothema, lasst uns doch mal über OneDrive unsere Kurse für You-Videos schieben und machen und tun, weil wir haben ja sowieso unser Office 365 bei Kurs4U. Ja, Pustekuchen, weil die Dateigröße einfach nicht groß genug war. Für Dokumente natürlich. Ich meine, Microsoft hat da scheinbar nur so weit gedacht, dass sie gesagt haben, hey, für Dokumente. Aber das ist es halt nicht. Ich habe halt heutzutage nicht nur Dokumente. Und gerade wenn du halt Medieninhalte produzierst, dann hast du ruckzuck mal einen Ordner mit ein paar hundert Gigabyte zusammen. Und wenn dann diese Enterprise-Software, wie sich ja Microsoft sieht, was sie ja sein wollen, wenn die dann damit nicht umgehen kann, dann ist es halt echt nervig. Und da war halt dann auch der Punkt für uns erreicht, wo wir gesagt haben, wir wenden uns da vom OneDrive ab und nutzen einfach einen anderen Mitbewerber, der das einfach besser kann und der mit großen Dateimengen halt besser umgehen kann. Und das funktioniert halt jetzt auch. Hat andere Probleme, ist wieder eine andere Geschichte, aber letztendlich konnte Microsoft uns da keine Lösung bieten und wir hätten das gerne in einer Lösung genutzt, so musst du halt dann wieder zwei Sachen bezahlen und zwei Anbieter nutzen und hast bei beiden Anbietern irgendwelche Schmerzen. Naja. Ja gut, dann komme ich mal, wenn nicht noch irgendwas weiter vom einen großen Betriebssystem zum anderen großen Betriebssystem. Und zwar, groß. Linux ist ja doch... Ach so, ich dachte Manjaro. Nicht, aber, das ist ja nicht so verbreitet. Ja, also wie vielleicht Zuhörer dieses Podcasts wissen, ich hatte mal eine Zeit lang einen Manjaro-Rechner auch als Hauptbetriebssystem. Und Manjaro stellt jetzt die 32-Bit-Variante ihres Systems ein. Anscheinend, es wird hier von Zeitmangel in der Entwicklung geredet. Und auch, dass es Fehler auf der Hardware gab. Muss ich ehrlich gesagt sagen, kam für mich jetzt weniger überraschend. Und auch wenn wir es schon in der Pre-Show hatten, wer benutzt denn heutzutage noch einen 32-Bit-Rechner? Also das sind dann doch wohl eher noch so ein bisschen Altgeräte, die man vielleicht so ein bisschen übers Verfallsdatum hinaus noch an den Maschinen am Leben erhält. Ja, und sonst gehen. Ja, vielleicht für mal, wenn man irgendwie mal eine alte Hardware findet, um die mal irgendwie wieder zum Laufen zu bringen, aber dafür gibt es, glaube ich, dann heutzutage auch genug Emulatoren und Virtualisierungsmöglichkeiten. Es gibt ja auch andere Distributionen, die auf jeden Fall noch mit x86 arbeiten. Ich glaube, Debian hat ja auch noch x86 am Start. Ich gucke gerade mal nicht, dass ich irgendeinen Schmarrn erzähle, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass Debian da auch noch was hat. Und dann gibt es noch diverse andere Geschichten, die da sowas unterstützen. Naja, aber gut, irgendwann stampfen die das sicherlich auch ein und da muss man halt da auch mitgehen. Aber es gibt ja überall noch Leute, die behaupten, ja, mein Windows 98 oder XP, das läuft doch noch super. Was habt ihr denn alle? Ich bin doch sogar noch im Internet damit, das geht doch alles noch. Die andere Sache ist natürlich, wenn man mal irgendwann noch ein 32-Bit-System mal wieder Leben einhauchen will, bin ich auch der Meinung, dass die Code-Databases und das ganze Zeug ja auch nicht verschwinden. Also, dass du da vielleicht nochmal irgendwo eine Legacy-Version von jetzt, sei es ein Linux, sei es irgendein altes, exotisches Windows-System. Novell. Ja, oder sowas. Also da finden sich dann schon noch Lösungen. Außerdem gibt es ja auch genug Leute, die sich sowas zum Hobby gemacht haben, da diese alten Sachen am Leben zu halten. Genau. Ja, was nicht am Leben erhalten bleiben wird, das sind 650 Stellen bei Sennheiser. Muss ich ehrlich sagen, finde ich sehr schade. Ich bin ja bekennender Sennheiser-Audio-Fan. Habe mich beim PC mittlerweile ein bisschen von Sennheiser verabschiedet. Früher hatte ich auch am PC alles mit Sennheiser. Jetzt habe ich hier Rode und was ist das andere? Biodynamic. Aber im Bereich Video, Audio, also bei Kurs4U, unsere ganzen Funkmikrofone und alles, das war bisher eigentlich immer Sennheiser
Und wir waren da eigentlich auch mal sehr zufrieden. Naja, aber die Corona-Krise, die schlägt halt auch bei Sennheiser zu. Und die wollen jetzt 650 Stellen abbauen. Geplant ist es bis 2022. Und davon sind halt 300 Stellen in Deutschland, die abgebaut werden. Und ja, das Ganze ist halt jetzt bei der Vorstellung der Jahresbilanz ist das Ganze halt öffentlich gemacht worden. Und die haben einen Verlust von 3,1 Millionen Euro ausgewiesen, was natürlich jetzt nicht so wenig ist, aber wenn man mal das mit Wirecard. Na, wie heißen die? Wirecard, genau, vergleicht, dann ist das natürlich ein Witz. Der einzige DAX-Turbo. Ja, nee, aber das ist leider ein bisschen schade. Naja, kommen wir mal zu einer anderen Geschichte. Nämlich zu Höhenflügen. Das ist eine schöne Überleitung zu dem neuen Battle Royale von Ubisoft, Hyperscape. Muss ganz ehrlich sein, ich habe nicht gewusst, was das für ein Spiel ist vor der Sendung. Ich habe mir das jetzt alles nochmal anschauen müssen, aber wie gesagt, ist es ein Battle Royale bis zu 100 Spielern, kennt man ja soweit das Prinzip. Du hast dann diese Fläche, wo dann mit der Zeit kleiner wird. Aber der Unterschied zu vielen ist halt, dass du erstens viel mehr auf Dächer springst, also du springst sehr viel, also und der Fallschaden ist auch zum Beispiel komplett ausgestellt. Was auch noch recht interessant ist, dass das Looten sehr, sehr flott geht. Also das ist jetzt nicht so wie im PUBG, wo du dann in so ein gemütliches Haus gehst und so, ach, da loote ich jetzt noch ein bisschen gemütlich, sondern nee, da machst du mit deinem Katana zum Beispiel eine Box kaputt und du lootest automatisch. Also es ist sehr, okay, sehr flott vom Looten und auch, es hat sich ziemlich schnell vom Spielfluss auch hat es ausgeschaut. Was auch noch ganz interessant ist, dass es nicht nur normalen Loot gibt wie Waffen, sondern auch Fähigkeiten. Weil das Ganze spielt ja in einer Simulation und dann kannst du dir quasi solche Hacks quasi damit holen, dass du quasi irgendwelche Wände ziehen kannst, dass du unsichtbar bist oder dass du irgendwie ohne Plattform springen kannst. Sowas wird es auf der ganzen Map verteilt geben. Und es hat tatsächlich interessant ausgeschaut, wird auch Free-to-Play sein. Also, aber der Markt für Battle Royale, der ist halt einfach... Battle Royale? Ah, ich meine, es gibt ja sogar Tetris jetzt schon mit Battle Royale. Obwohl das tatsächlich... Ja, gibt es auf Nintendo Switch. Muss ich aber eingestehen... Ist tatsächlich nicht schlecht. Es ist tatsächlich geil. Aber wie gesagt, selbst Tetris hat Battle Royale. Ja, es ist krass. Es ist halt ein Trend, der ist irgendwann mal eingeschlagen wie eine Bombe und jetzt versucht jeder da irgendwie natürlich da Geld rauszuziehen. Auch wenn es im ersten Moment natürlich Free-to-Play ist. Im ersten Moment. Aber man sieht ja, dass, ich meine, ich kenne mich sehr gut und ich weiß auch, wenn ich da mal in so einem Spiel richtig fett drin bin, dass man da auch mal bereit ist, den ein oder anderen Euro mal rüberzuschieben, damit da was besser fluppt, ne? Das ist halt einfach so. Da spricht die Cash Cow. Ganz normal. Und ja, oder ich meine, wie war das? Da gibt es vier große Sachen, wo man die Leute unterteilt, wenn sie quasi Geld auskommen. Ich bekomme Flashbacks zur BWL-Vorlesung bzw. BWL-Stunden. Das kann man die Uhrzeit gar nicht gebrauchen, Junge. Ja. Ja, aber es ist halt einfach so. Also ich meine, irgendwann hast du die Leute halt so weit, dass die dann sagen, okay, da bin ich mal bereit, was zu bezahlen. Ich meine, das ist ja auch, jetzt kommt der liberale Steffen wieder mit mir durch. Das ist ja auch legitim, wenn ich irgendwie so ein Geschäftsmodell habe. Ich habe ja Geld investiert in die Entwicklung von so einem Spiel. Da will ich natürlich auch irgendwo was rausbekommen. Dass das natürlich, dass die Mitarbeiter das nicht aus Liebe an der Freude gemacht haben, sondern dass die auch am Ende natürlich auch Essen auf dem Tisch haben wollen und auch bezahlt werden wollen. Das ist ja auch irgendwie logisch. Und blöd ist halt nur, wenn ich irgendwie das Spiel so lang auslutsche, GTA, bis es halt wirklich nicht mehr geht, wo man dann sagt, muss ich denn das Spiel immer noch weiter auslutschen oder sollte ich nicht vielleicht wirklich mal wieder was Neues auf den Markt bringen?
Das aber mit gut. Diesem ganzen Cash-Shop und Free-to-Play finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht mal so schlecht. Ich komme ja auch noch aus einer Zeit, wo man für MMORPGs und so Zeug ja noch monatlich gezahlt hat. Also da, wenn das Ganze, ich sage jetzt mal, in einem humanen Verhältnis zusammengebaut ist, ist es durchaus schön zu machen. Und es hält ja auch, wie man sieht, Studios am Leben. Und das Ganze auch nicht mit schlechten Gewinnmargen. Also irgendwoher muss ja der Erfolg kommen. Wenn man das mal positiv auch sehen kann, ich meine, früher hattest du ja auch noch, wir kommen ja, glaube ich, alle noch aus der Zeit, wo man früher so Demospiele auf Computerbildspiele, CDs oder was weiß ich hatte. Das Zeitalter ist halt vorbei. Aber wenn ich jetzt mir so ein Free-to-Play hole, dann kaufe ich ja nicht die Katze im Sack. Ich weiß ja im Prinzip, was ich bekomme. Und dann kann ich halt sagen, okay, jetzt gebe ich halt Geld aus, dass ich auf ein vernünftiges Level komme und kann dann da weiterspielen, aber ich hatte ja im Regelfall schon, wenn das Spiel gut gemacht ist, schon einige gute Spielstunden, wo ich sage, okay, da hat es Spaß gemacht. So, und irgendwann muss ich halt dann, klar, komme ich irgendwann mal an einen Punkt, wo ich halt dann Geld bezahlen muss. Aber, also ich sehe das auch nicht so wild, aber es gibt natürlich Verfechter, die sagen, ich möchte dafür am Anfang Geld bezahlen und dann nichts mehr, aber ich glaube, von dieser Mentalität wird man irgendwann wegkommen. Oder ist man vielleicht sogar schon weggekommen und die Leute, die dieser Meinung sind, die haben halt mittlerweile ein Problem, weil es immer mehr Hersteller so machen. Kommen wir aber ja nochmal wieder auf das, was du vorhin auch noch dazu gesagt hast, zurück. Server laufen ja auch nicht von Luft und Liebe, also das ist Also die brauchen schon ein bisschen Saft. Also so ist nicht. Und Zuneigung. Ganz viel von Administratoren. Die ab und zu mal mit der Shell einfach mal drüber streicheln und mal gucken, was so geht. Ja, das ist so. Ich bin gespannt. Sieht witzig aus. Gucken wir mal, was da rausgekippt wird. Okay, also vielleicht dazu noch ein letztes Wort, wenn jeder sowas dazu gesagt hat. Also für mich sieht es nicht gut aus. Ich mag kein Battle Royale. Ich mag keine, nicht so wahnsinnig kompetitive Titel und schnelles Gameplay. Das schafft mir alles hier wahrscheinlich nicht mehr. ich bin eher der Fan von so ein bisschen ruhigeren Shootern beziehungsweise ruhigeren Spielen, ruhigere Shooter, wo du halt nicht irgendwie auf 100 Pfund Adrenalin flicken musst. Ach ja, da muss ich immer an das Format, was wir vorhatten, Wut gespielt, denken. Weißt du was? Ach ja, ein Insider. Nein, wie gesagt, wäre dieses Battle Royale, wer damit nichts anfangen kann, der ist natürlich da völlig falsch, aber wer damit was anfangen kann, der kann sich das mal anschauen und ist Geschmackssache. Natürlich ist es bei den Kiddies ultra beliebt, dieses Genre ist halt einfach so und das muss man halt neidlos akzeptieren, das hat man bei PUBG und bei den ganzen Dingern gesehen, Fortnite und wie sie alle heißen, ist es halt einfach beliebt, das Genre im Moment. Und vielleicht ist es wirklich eine Alterssache. Vielleicht ist es wirklich eine Alterssache, weil ich bin jetzt auch nicht mehr so der Riesenfan von sowas. Aber wenn es den Kiddies gefällt, meine Güte. Das ist halt dann so. Gut. Jetzt kommen wir da gar nicht rüber. Überleitungstechnisch eher weniger. Berlin. Wo es auch Entwicklerstudios gibt. Dazu findest du auch wieder keine Überleitung, die irgendwie nur annähert. Sinnig ist. Ja, ich habe mich eigentlich gefreut, dass die Themen die meisten so ein bisschen miteinander, aber das hat jetzt überhaupt nicht geklappt. Aber Berlin, da gibt es ja auch Entwicklerstudios und Berlin soll ja angeblich sehr kreativ sein, da sind sehr kreative Menschen unterwegs, aber die haben halt auch ziemlich marode IT-Infrastrukturen. So, jetzt bist du dran. Okay, danke. wie wahrscheinlich so der manche Zuhörer weiß, Steffen und ich sind durchaus Fans des Schwermetalls und auch, ach nee, warte mal, scheiße. Nee, wir sind beim Kammergericht jetzt. Verdammt. Mann, es ist spät. Es ist echt spät. Ja, dann fange ich schon mal mit der Einleitung an. Also es gab ja Berlin Kammergericht, gab es ja diesen Emotet-Befall und der ist ja schon ein bisschen her
Und jetzt kam halt noch Corona dazu. Das heißt also jetzt, die hatten ja immense Probleme. Das waren auch, um mal die Erinnerung bei euch wieder aufzufrischen, das Thema hatte, glaube ich, David damals mit reingebracht. Die hatten noch Windows 95 irgendwie oder Office 95 am Start für gewisse Software, in Anführungsstrichen, für gewisse IT-Prozesse, für digitale IT-Prozesse. Und das war halt eben das Problem auch damals, und da hat es sich halt Emotet breit gemacht, und damals war schon das Problem, dass die halt erst nach einigen Monaten das überhaupt gemerkt haben, und Problem ist halt, betroffen ist halt das ganze Gericht mehr oder weniger, und da kommen jetzt so viele Sachen dazu, so viele Faktoren. Wir haben einmal diesen Emotet-Befall und dann kam ja jetzt Anfang des Jahres noch Corona dazu. Das heißt, die waren noch nicht mal wieder rehabilitiert. Dann kam Corona und das Supportende von Windows 7. Natürlich haben die auch noch alle Windows 7. Die haben es auch noch nicht geschafft umzustellen. Das Problem ist jetzt wiederum, die müssen ja weiterarbeiten. Das heißt, die haben ihre Laptops und ihre Notebooks und PCs jetzt mehr oder weniger als mobile Schreibmaschinen. Das heißt, die haben da USB-Sticks, wo die dann die Daten einfach rüberschieben von A nach B. Und das ist im Moment denen ihr Problem. Und weil die haben auch keine Möglichkeit, aktuell irgendwie über VPN was zu machen. Also das ist, da fehlen auch irgendwelche VPN-Lizenzen. Also die haben 500 zusätzliche Lizenzen angefordert, die noch im laufenden Quartal bereitgestellt werden sollen. Also das ist halt auch wieder, das sind die Mühlen der Justiz malen langsam. Das ist da halt wirklich wörtlich zu nehmen. Und Streitpunkt sind halt auch die Kosten, wenn es um die Beschaffung geht und so weiter. Und die haben auch, das habe ich jetzt aus einer anderen Quelle noch, auch ziemliche Personalprobleme, weil wer möchte denn jetzt freiwillig in so ein Chaos praktisch neu anfangen? Und so gut bezahlen die natürlich auch nicht, das ist ja klar. Also in der freien Wirtschaft werden richtige IT-Experten wahrscheinlich auch besser bezahlt. Naja, und so haben die halt weiterhin großflächige IT-Probleme und wissen nicht so ganz, wie es weitergehen soll, weil, wie gesagt, läuft alles noch unter Windows 7. Und ja, der Support ist ja eben im Januar abgelaufen. Also es bleibt spannend, und da wollte ich mal ein Update dazu geben, weil wir das ja schon mal besprochen hatten. Und ja, bleibt abzuwarten, wie die dieses Problem lösen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es wunderbar ist, mit USB-Sticks zu arbeiten, ohne Netzlaufwerke und ohne Server-Applikationen. Das ist mit Sicherheit nicht schön. Alles andere als schön. Und jetzt auch noch mit der Prämisse von wir haben Homeoffice und Corona und Notebooks und Datenschutzbedenken und was weiß ich alles. Und gerade wenn es um gerichtliche Geschichten geht, also die hat es wirklich auf einen völlig falschen Fuß erwischt. Und ich glaube nicht, dass es das letzte Mal ist, wo wir von diesen Problemchen hören mit Emotet. Ja, da kann man auch wieder dazu sagen, da sieht man es halt mal wieder, nach wie vor beißt sich halt dann irgendwann in den Hintern, wenn du nicht früh genug upgradest oder halt einfach nicht genug mal Geld in deine Netzwerksicherheit oder in deine ITler schaufelst. Also ja, danke. Besser hätte ich es nicht sagen können. Das ist einfach der Punkt. Genau, das ist einfach so. Da hat man jahrelang verschlafen, und irgendwas zu machen, und wahrscheinlich hieß es ja, never touch a running system. Diese diese Office 95 oder Word 95 Geschichte, die muss weiter noch laufen. Kann man machen, aber vielleicht ist auch der ganze Prozess mittlerweile kacke, der dahinter hängt. Vielleicht ist es einfach mittlerweile hoffnungslos veraltet. Und man macht da halt nichts, ne? Das ist, ja, schwierig. Aber gut. Zum Ende hin kommen wir nochmal zu einer lustigen Sache. Von Hyperscape zu Hyper. Tobi hat ja vorhin schon die falsche Einleitung oder die Einleitung, die jetzt kommen kann. Ja, ihr wisst ja, Tobi und ich,
wir haben so ein bisschen einen Hang zum Schwermetall und, Georg ist ja da auch nicht ganz abgeneigt und Felix sowieso nicht, also eigentlich, und David auch nicht, also eigentlich bei QSO4U ist ja sehr viel mit Metal unterwegs und also wer jetzt sich gar nicht dafür interessiert, der kann jetzt den Part hier auch skippen, wer sich allerdings für YouTuber interessiert und auch für Metal, der kann jetzt weiterhin zuhören. Die Band mit dem sehr speziellen Namen Eskimo Callboy, das ist eine Metalcore-Band aus, ich glaube, irgendwo NRW, Kastrop-Rauxel, irgendwie sowas. Die haben was Neues rausgehauen. Die hatten ja schon mal vor Jahren zusammen mit dem Gaming-YouTuber Hand of Blood ein sehr spezielles Musikvideo zu dem Song MC Thunder gemacht. Und die sind jetzt wieder am Start. Und ich habe es deswegen mit reingenommen, weil in den letzten Tagen ist dieses Video bei YouTube durch die Decke gegangen. Und es ist einfach Kunst. Es ist einfach verrückt. Es ist, und wer auch so ein bisschen einen Hang zu elektronischer Musik hat, der wird sich da auch wiederfinden. Der hat vielleicht mit den harten Breakdowns so ein bisschen ein Problem vom Metalcore, aber an sich gesehen ist es einfach ein rundum geiles, verrücktes, durchgeknalltes Video. Also es ist einfach, Leute, guckt euch das wirklich mal an. Wir haben es natürlich in den Shownotes verlinkt. Und warum ist es jetzt die letzten Tage über, durch die Decke gegangen? Einmal natürlich, weil es halt so freaky ist. Das sind Typen mit 80er Jahre Perücke und Fukuhila und ja, so diesen wie sagt man, diese Beleuchtung, diesen Style halt aus den, so ein bisschen LA-Style, aber auch so ein bisschen einfach verrückte Klamottenkultur von damals. Und halt eben auch die einfachen Lyrics, also es könnte so ein bisschen Party-Mucke, also in den Kommentaren haben einige Leute geschrieben, Eskimo Callboy sind die einzigen, die Party-Metal machen, die würde ich jetzt nicht unterschreiben, weil es gibt auch solche Bands wie Alice Storm oder so, aber die sind, glaube ich, kein Metalcore, das ist eher so Power Metal. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Nagelt mich nicht drauf fest. Aber im Grunde genommen muss man natürlich denen recht geben, weil Eskimo Callboy, ich meine, die machen seit Jahren einfach so Fun-Metalcore. Wenn ich mir da Anyone Up oder Crystal oder Muffin Purple Gurk angucke. Das sind ja alles so Songs, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind für ihre Tiefgründigkeit und anspruchsvollen Lyrics und ja. Und wo kommt da jetzt YouTube ins Spiel und Influencer? Einmal hat Hand of Blood da wieder mitgespielt. Ja, was für ein, wie will man es bezeichnen? Was hat er da gemacht? Er war anwesend und hat seinen künstlerischen Beitrag geleistet. Genau, seinen künstlerischen Tanzbeitrag geleistet. Genau, er war wieder mit dabei. Und jetzt kommen viele Faktoren zusammen, warum auf YouTube dieses Video ultra getrendet ist. Einfach die Tatsache, dass es halt einfach so ein catchy Song ist. Also das geht wirklich, also ich muss ohne Scheiß, wie ich das Ding zum ersten Mal gesehen habe, ich habe das wirklich 5-mal hintereinander hören müssen. Das zweite Mal, weil ich nicht glauben konnte, was ich beim ersten Mal gesehen habe. Beim dritten Mal habe ich dann schon fast mitgesungen und beim vierten Mal bin ich voll abgegangen und dann die restlichen könnt ihr euch ja denken. Auf jeden Fall ist es der erste Grund. Der zweite Grund ist, weil es massenweise, tonnenweise Reactions gab. Also wer noch gute Metal-YouTuber auf YouTube sucht, der kann eventuell durch diese Reactions was finden. Also ich habe auch ein, zwei entdeckt, wo ich sage, okay, da habe ich ein Abo dagelassen, weil der Channel einfach interessant war, weil die halt neben diesen zugegebenerweise ziemlichen Quatsch, was die da machen, aber der ist geil, gefällt, haben die halt auch ernsthafte, sinnige, durchdachte Metal-Videos und Reviews und was auch immer. Und da habe ich dann auch mal ein Abo dagelassen und es ist halt echt witzig, die Leute zu sehen, weil die halt teilweise überhaupt nicht damit klarkommen, was da eigentlich gerade passiert. Und es ist halt vieles wirklich unerwartet. Ich meine, man weiß, dass die bisschen durchgeknallt sind und einen Hang zu verrückten Videos haben. Aber es ist halt dann doch immer wieder erstaunlich, was die da rausgezaubert haben. Die haben ja jetzt auch einen neuen Vocalist, den Nico. Ich weiß nicht, Tobi, wie findest du den im Vergleich zu Sushi? Also ich finde, der ist besser. Meine persönliche Meinung. Schwer zu sagen. Also da will ich mich jetzt auf nichts festnageln. Sagen wir es mal so. Ja.
gut, ist jetzt der erste Song mit ihm, muss man ganz klar sagen. Die hatten ja auch so ein Casting gemacht, aber ich finde wirklich, dass der mehr Variationen in der Stimme hat. Kann natürlich auch dem Song geschuldet sein, muss man abwarten, aber ich glaube, dass der halt gut, er passt auf jeden Fall gut dazu. Also das kann man, glaube ich, also wenn du bei sowas mitmachst, dann hast du, glaube ich, das richtige Mindset, dass du in so eine Band einfach reinpasst. Also das kann man einfach mal so sagen. Ja, von den Spandauer Jungs von Hand of Blood waren ja noch ein paar andere dabei. Ich kenne da jetzt nicht jeden im Detail, wer da so in diesem Spandauer Universum dabei ist. Die Leute kennt, vielleicht der wird den einen oder anderen im Musikvideo sicherlich noch erkennen, wo er sagt, ey, das ist doch der und der. Die waren da auf jeden Fall mit am Start, also die Spandauer Hardbass-Gang war da mit am Start. Und also das hat mich wirklich geflasht, das Ganze. Und ich muss sagen, ich freue mich so ein bisschen. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr mit Corona alles fit geht, dass wir die nächstes Jahr auf jeden Fall mal live sehen können. Weil es wird, glaube ich, ziemlich crazy und ziemlich cool. Also da freue ich mich schon drauf. Und wie gesagt, ist völlig durch die Decke gegangen und hat einige Reactions auf YouTube und es kommen wirklich täglich. Also am Anfang war es wirklich stündlich, haben da irgendwelche YouTuber aus den Staaten, aber auch Kanada, was weiß ich, irgendwelche Chinesen, irgendwelche Russen, die dann drauf reacted haben, aber natürlich auch irgendwelche deutschen YouTuber. Also falls du React-YouTuber bist, dann nimm dir mal Hyper Hyper von Eskimo Callboy noch vor. Das gehört ins gute Repertoire eines React-YouTubers. Mich wundert sehr, dass die ganzen Gaming-YouTuber da noch nicht drauf aufgesprungen sind, jetzt außerhalb von dem Spandauer Universum. Weil Unge, der reactet doch mittlerweile auf alles, wo irgendwie Geld reinkommt, hat man den Eindruck. Der hat doch irgendwie gefühlt keinen eigenen Content mehr, der macht doch nur noch Reactions. Anyway, aber das hat mich schon umgehauen. Ich weiß nicht, Georg, hast du dir das mal angeguckt? Kennst ja, du das, ich habe mir die Spandauer-Version angeschaut. Ich habe gar nicht gewusst, dass es da auch noch eine offizielle von Eskimo Callboy gibt. Ja, ja. Okay, also es ist auf jeden Fall ein Meisterwerk wieder entstanden, das auf so vielen Ebenen verstörend, witzig und lustig zugleich ist. Also ihr müsst es euch einfach angeguckt haben. Also das kann man jetzt über Audio, kann man das schlecht beschreiben. Es ja ist gut, einfach, aber jetzt glaube ich, kann man mit keinem Eskimo Callboy Video oder überhaupt mit dem Musikstil und der Band an sich, also das spottet jeder ja, Beschreibung, ja. Aber im guten Sinne. Genau. Ja, das Ding ist ja auch, dass, weil du sagst Spott, viele Metal-Fans, also gerade so die Hardcore-Metalcore-Fans, die sind da halt sehr speziell und die hassen teilweise halt Eskimo Callboy. Ich muss sagen, ich bin ja sehr offen, was Musik angeht. Ne? Also ich bin da sehr flexibel und bin auch der Meinung, es ist Kunst und Kunst kann halt alles sein. So, und deswegen finde ich halt sowas auch legitim. Natürlich ist es jetzt kein Metalcore, den man sich ständig gibt, aber es ist halt irgendwie auch geil. Und das, also der Song ist halt wirklich catchy. Also die Melodie und so weiter, das bleibt halt einfach im Kopf. So, und nach dem zweiten, dritten Mal hören, bist du da halt voll drin. Also mich würde nicht wundern, wenn das irgendwann halt mal so ein Party-Hit wird bei irgendwelchen Rocker-Partys, Metal-Partys, wie auch immer. Also ist es auf jeden Fall ein künstlerischer Beitrag von Eskimo Callboy, muss man so akzeptieren und so hinnehmen. Bei mir ist es definitiv auf meiner Playlist. Es ist einfach so. Und ich freue mich auf die Konzerte mit denen. Aber genauso freue ich mich auch auf das neue Album von Bury Tomorrow oder auf neue Songs von Parkway Drive. Da ist ja auch mittlerweile jetzt ein neues Album in der Mache, weil wenn man so Winston hört, der haut da ab und zu mal so ein paar kleine Infos raus oder das neue Album von Heaven Shall Burn, das vielleicht auch irgendwann mal kommt. Deswegen, also da bin ich nicht so festgelegt auf Eskimo Callboy, aber ich höre mir halt auch sowas an, was für andere Leute vielleicht absoluter Müll ist und wie soll man sagen, wenn man da Volksverräter ist im Metal-Bereich, wenn man ja, sich gut, sowas aber anhört. Das bist du ja eigentlich eh schon, weil wir ja Metalcore hören. Das ist ja kein echter. Stimmt, das ist ja kein richtiger Metal. Kein echter Metal, weil. Ja, genau. Metalcore ist kein richtiger Metal. Ja, und ich höre ja auch nicht nur Metalcore. Das ist ja das Nächste. Ich höre ja auch Power Metal. Ich höre
aber eben auch Metalcore. So, gut. Dann, glaube ich, ist zu dem Thema alles gesagt. Dann hau ich noch mal kurz vor Ende. Wir haben jetzt schon wieder eine ziemlich lange Folge. Ein Course of You Update raus. Ich wollte euch ja in regelmäßigen Abständen immer mal so kurz informieren, was bei uns abgeht. Einmal, wir haben Leute, die uns auf Instagram folgen, die haben das schon mitgekriegt. Wir haben ein neues Intro für unsere Videos. Natürlich wird es beim Tech Talk erstmal nicht zum Einsatz kommen, weil ist ja Audio-Podcast, da brauchen wir kein tolles Intro. Auf jeden Fall gibt es da ein neues Intro, das werdet ihr dann bei den Itza-Videos sehen und vielleicht auch bald bei den neuen Tutorials, die vorproduziert sind, aber noch geschnitten werden müssen. Dann haben wir unsere Course of Use Services Cloud erweitert um 40 Terabyte Speicherplatz. Das nur mal so am Rande. Wir sind gerade dabei, unsere Firewalls und Router zu updaten auf ein anderes System. Vielleicht für Course of Use Services Kunden oder Leute, die durch das Awareness Training von mir auf den Podcast aufmerksam gemacht wurden. Für die Leute ist vielleicht noch wichtig, dieses Jahr haben wir ja Corona-bedingt bisschen Probleme, die Awareness-Trainings bei den Kunden durchzuführen. Und die werden dieses Jahr nicht als Präsenz stattfinden, zumindest vorläufig nicht bis Ende Oktober. Das war jetzt so, wo wir uns drauf geeinigt haben. Und wenn ein Kunde das bucht, das hängt natürlich immer davon ab, bei welcher Firma ihr arbeitet. Manche Kunden, die haben schon Kontakt aufgenommen, ob wir das online anbieten oder ob ich das online anbiete. Falls die das nicht machen, dann wird es dieses Jahr erstmal kein Awareness-Training geben von unserer Seite bis Ende Oktober. Da müssen wir einfach mal gucken, wie das mit Corona weitergeht, aber es ist aktuell unverantwortbar da und wahrscheinlich auch verboten mit 200 Leuten, wie wir das letztes Jahr gemacht haben, bei ein, zwei Kunden in großen Sälen da so Awareness-Trainings abzuhalten. Auch wenn es Spaß gemacht hat, aber wie gesagt, ist halt jetzt schwierig mit Corona. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, mit Maske 2 Stunden lang Awareness-Training zu machen. Und ihr sicherlich auch nicht. Gut, dann haben wir zum Thema AMD aktuell AMD Ryzen-Prozessoren im Testlauf bei Course of You. Der eine Server ist uns gestern schon um die Ohren geflogen, aber das lag an einem Hardware-Defekt. Das war wahrscheinlich auch nicht die CPU, sondern der RAM, also eine ganz andere Baustelle. Aktuell, muss ich sagen, performt wie die Sau. Aber wir werden es noch nicht für unsere Kundensysteme einsetzen, sondern aktuell ist es nur für interne Systeme im Einsatz. Und wir testen da ein bisschen rum. Es gibt noch so den ein oder anderen Stolperstein, zum Beispiel ist der RAID-Controller, den wir eigentlich verwenden immer für unsere Systeme, nicht kompatibel mit den Ryzen-Prozessoren. Und wir haben da jetzt eine andere Lösung im Einsatz, ein Software-Defined Storage, also nicht ein normales Software-RAID, sondern ein Software-Defined Storage, der halt eben über mehrere Nodes verteilt arbeitet und sind da halt ein bisschen am Testen. Das ist ganz interessant. Genau, so viel dazu. Dann gibt es noch ein Update zur neuen Course of You Website. Da schrauben wir auch gerade lustig drauf los. Es wird eine neue Website geben. Einmal, weil wir die Software updaten auf eine neue Version. Und zum anderen, weil das Design soll angepasst werden. Der YouTube-Channel ist ja umbenannt worden auf Course of You und nicht Course of You Tech, wie es früher war. Und wir wollen halt die Gelegenheit nutzen, um das Design halt gleich überall einheitlich zu aktualisieren. Und dass wir wieder eine einheitliche Corporate Identity haben, wie es so schön heißt. Und das ist auch gerade am Start. Ja, die Videos zur Itza habe ich ja schon angekündigt. Es wird gegebenenfalls, da möchte ich noch nichts versprechen, den ein oder anderen Re-Upload oder den ein oder anderen Kommentar noch zu einem Gamescom-Video geben. Das war die Idee von David und von mir, dass wir vielleicht mal die allerersten Gamescom-Videos darauf reacten und das dann hochladen. Müssen wir mal gucken, wie wir zeitlich dazu kommen, aber das fanden wir ganz lustig, weil das sind schon ein paar komische Szenen dabei, wo ich mich auch im Nachhinein so ein bisschen dafür schäme und David auch. Und deswegen haben wir gesagt, das wäre vielleicht mal was Witziges, so zur Auflockerung. Also wenn das kommt, dann wahrscheinlich auch zeitgleich, wenn eigentlich die normale Gamescom wäre, dass wir dann da einfach zeitgleich diese Reacts auf die alten Gamescom-Videos hochladen.
Müssen wir mal gucken, ob wir dazu kommen. Es wäre echt schön. Also es wäre, glaube ich, ganz witzig, muss ich ehrlich sagen. Gut, zu guter Letzt einmal danke an euch beide, dass ihr so lange dabei wart. Nehmt an unserer Umfrage der Woche teil. Und wenn ihr E-Mails schreiben wollt an techtalk@kursofyou.com, wir freuen uns über jegliches Feedback, E-Mails und Hinweise, was auch immer, was euch auf der Seele liegt. Ein Abo wäre natürlich auch ein Träumchen. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Jo, ciao.